Soll ich dann jetzt auch auswählen, weil ich glaube, ich dann So, der Tote sind bin? jetzt sind jetzt alle da, ich weiß gar nicht. Ja, Stevie kann als nächstes. Jo, also alle, die im Teamspeak sind. Dann Tomete. Ich sehe nicht, wer im Teamspeak ist gerade. Ich sehe schon. Dann bin ich das. Ich muss aber in die Aufnahme noch starten. Zack. Wie gesagt, ich bin mit dem Handy zufrieden. So. Und Dann das ist Kirsche halt. noch nicht wählen. Ich muss eben OBS prüfen. Das ist halt das Hauptsächliche, weißt du? Gut, er legt Ja. auf. So ein paar Makel hat man ja immer. Ja, ich find's interessant, dass mein neues Handy So. die Ach ja, Frontkamera ich muss ja eh. die Ja, genau, muss ja schlechtere eh starten. Megapixelzahl hat. Mein voriges hatte 12, mein jetziges hat nur noch 8 in der Frontkamera. So, dann good luck. Warum? Keine Ahnung. Ach, die Kamera am Handy benutze ich sowieso nicht. Meine ist so scheiße. Während die hintere jetzt 48 Megapixel hat, hat die vordere nur noch 8. Der wird Megapixel geklaut. Also, ach, aber 48 ist schon auch kein Mensch eigentlich. Boah, Wow, scheiße, immer 20, 20, gewonnen. 20, Oh, hab ich mich schlecht. wow. Aber völlig untersteuert gerade. Also Jonathan hatte ja sowieso abgesagt, Ja, der das muss Rennen hier arbeiten. schon längst in die Liste. Ach, fuck. Der würde natürlich gerne, aber er hat halt Arbeit. Ja, der hatte sich ja schon längst eingetragen gehabt. Ach stimmt, der hat sich ja schon im Nachverfahren da eingetragen, Der hängt, glaube genau. ich, schon in wie Oh vielen Rennen nein, jetzt schon nein! in der Ja. Liste drin? Ja, jetzt sind rein. Boah, ich glaube, interessant ist aber auch Der hat was verdammt schlecht. viel nachzufahren, der Ärmste. Ah, was mache ich? Unter Steueralarm hier. Noch viel warm fahren konnte ich nicht, weil wieder. Upsa. Viel warm fahren konnte ich nicht, weil wieder halt beim Bau waren. Ausbau Aber oder? ja. Muss ja weitergehen, das Scheiß. Weit seid ihr denn da eigentlich jetzt schon? Ja, wir hoffen, dass wir es schaffen, dieses Jahr umzuziehen. Mal gucken. Da fahr ich hin! Hilfe! Apropos Scheiße, den fahren wir heute ja gar nicht. Nee. Der ist auch ziemlich broke. Ja, das war schwer. Ja, da kommt der Kirsch Nee, natürlich schon aber wieder. random.org hat sich mal wieder gedacht, ey, er hatte beim letzten Mal ein bestimmtes Fahrzeug nicht, jetzt braucht ihr es wieder. Ja, aber ich habe da gar nicht so viel gegen. Heute konnte er meine Custom Skins nehmen. Das macht es Jo. erträglicher. Aber um da rauszufinden, welches die Custom Skins sind, weil. Ja, das ist ja jetzt easy. Nee, diesmal ist es easy. Das habe ich doch bearbeitet. Geht's da dran? Von wegen da. Ja, ist doch eins und ist doch gleich Nee, der Default. Also erstmal ist es diesmal ja relativ Natürlich offensichtlich, weil es kommt halt blau Kirsch und immer gelb besser ist. durch. Ja, irgendwie genau an der Ja, Stelle. da waren noch zwei Skins drauf, wenn ich mich nicht irre, oder nicht? Naja, der blaue und der gelbe sind es halt eben. Den blauen gab es vorher sowieso nicht. HSV ist Default. Naja, Hat und die selbst Kirsche bei doch dem wieder Dings da, gekriegt. bei dem, Ja, bei der genau eine totalen Stelle. Scheiße. Selbst bei der totalen Scheiße ist es jetzt ja so, dass wir Braun haben, Mein, als der, Farbe. eigentlich darf nur einer Kanix nehmen, damit sie sich nicht beschweren, und zwar Tomete. Wobei, ich kann Der ja auch nichts. Sieger! Aber Ich der Ford hab ist doch jetzt weiße broken, ne? Flecken. Beim Ford stimmen irgendwie die Farben, die angezeigt werden, und die Farben von dem Punkt überhaupt nicht überein. Okay. Der Kirsche ist 2 km/h schneller gefahren als ich. Das muss ja wohl das Bergabstück gewesen sein. Das kann ja wohl nicht sein. So eine Frechheit. Das nimmt er sich hier raus. Schämen sollte er Ich habe sich. mich halt noch mehr Schämen. geduckt. Irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden mit meiner Zeit, aber naja. So. Hier habe ich ja nur immer, genau, immer nur das gemacht. So. So. Gott, Lenkrad macht's. Piet. Was haben wir jetzt in Z8, ne? Ja. Ja, dann darf der Piet ein Z8 aussuchen. Ah, okay, bin ich erst, okay. Ja, Ja. natürlich, wir bleiben bei der Reihenfolge.
Tomet, dann war ich, ne? Ja, dann war ich. Und Kersch hat auch gewählt. Perfektion. Zack. Tomater. Ja. Weißt du, was ich bei dem neuen Handy noch mega vermisse? Die Benachrichtigungs-LED. Ach so. Ja, sowas habe ich aber auch nicht. Ich habe mich zwei Jahre lang damit gelebt und brauchte deswegen nicht mehr die Sounds anzuhaben, weil ich gesehen habe, oh, jetzt habe ich eine Nachricht. Jetzt muss ich die Handy-Sounds wieder anmachen, damit ich auch bloß mitbekomme, dass ich eine Nachricht habe. Wow! Dann übersehe ich das, weißt du? Ich hätte den dritten Gang nehmen sollen. Dann wäre ich da besser. Ja, das. Also ich habe sowas auch nicht mehr. Es ist krass halt, wie man sich an irgendwelche Sachen dran gewöhnt und sie plötzlich nicht mehr hat. Ach, das ja, hat Kirschfell natürlich direkt ausgenutzt wie eh und je. Ich habe gar nicht gesehen, was du gemacht hast, aber ich bin da ganz gut rumgekommen. Nee, ich nicht. Ich hätte den dritten nehmen müssen, damit der Wagen besser abbremst für die Kurve. Ja, ich weiß es jetzt gar nicht, aber ich glaube, ich war im vierten. Dann hast du stattdessen mehr die Bremse benutzt. Da bin ich mir aber nicht mehr sicher. Nee, ich glaube, sechste Gang war jetzt hier auch falsch. Ja, war falsch, ne? Ja. Na gut, ein Kamm hat mir das gebracht, der letzte Gang. Ein ganzen. Aua. Du fährst innen lang? Außen ist die hübsche Aussicht. Ich fahr außen, weil ich die Abkürzung nicht kann. Ich kann sie auch nicht, aber ich foltere mich dadurch. Oh Gott, das war ja mal ein richtig beschissener Exit. Ich hoffe einfach, dass ich zumindest Stevie doch bekomme. Kann sein, du weißt, wie schlecht ich in HP2 bin. Ja, aber bei den Dingens hier, bei den Tropenstrecken, bin ich schlechter als du. Ich höre da schon gern BMW-Motor von hinten. Hey, HP2 ist abstand. Halt mein schlechtestes Spiel. Ja, ich höre auch einen Motor, aber nicht so nah. Ah, ich hab mich mehr einfahren müssen. Waldfehler und so. Ne, alles ist dunkel. Alter, Wände sind heute meine Freunde. Echt? Das ist ja praktisch. Warum? Ja, wenn die dich mögen, dann crasht ihr ja weniger. Ja, wenn man es so nehmen würde, okay. Das geht wohl schon hier auf, hier ist nicht gut. Wow, oh, die Molly. Nee, gut ist das nicht, was ich hier mache. Nicht? Nee. Sagt der Führende. Ja, aber es geht besser. Ja, ich kann mich auch so Meter für Meter ranrobben. Siehst du? Daran siehst du es. Es geht definitiv besser. Wobei ich mich frage, wie schlage ich mich jetzt in HP2? Ich meine, es triggert bei mir nichts, irgendwas Bestimmtes nicht mehr rein. Das Auto müsste sich doch jetzt deutlich besser anfühlen, der Dolch, oder Stevie? Ich habe von Jonas sein altes Driving Force gezählt. Ah, doch schon geklappt, ja super. Wovon ich nur die Pedale logischerweise nutze, weil man sich ja immer noch nicht so sicher ist. Du hättest die Kurve im ersten Runde nehmen müssen. Ob sein 900-Grad-Problem, jetzt Software oder Hardware bringt das, weißt du? Na gut, wenn bei dir ja nur die Pedale das Problem waren, passt auch. Die Bremse war halt, oder sogar nur ein Pedal, genau, ja. Aber jetzt muss ich das doch besser anfühlen, oder Stevie? Ja, frag mal so einen Zometer, der erst nah rankam und jetzt etwas weiter weg ist, glaube ich. Also scheint er jetzt besser für mich. Zometer ist ja hinter Stevie. Aber zumindest sollte sich das Auto doch jetzt stabiler für dich anfühlen, oder? Man würde es ja jetzt auch eigentlich im Wieler sehen, den ich aus irgendwelchen Gründen geschlossen habe.
mal, das war wahrscheinlich der Routine-Eingriff, als das Lenkrad noch kaputt war, weil da hast du den ja immer geschlossen gemacht. Nein, ich habe ihn da für ein oder zwei Rennen hatte ich mit dem kaputten Pedal dann zulassen. Jetzt war es ja immer offen, damit ihr halt auch sehen konntet, dass die Bremse ja ein Problem hatte, weißt du? Ja, in der Abkürzung hast du mich jetzt. Auf jeden Fall komme ich jetzt deutlich näher, nachdem ich die ganze Zeit sonst dahinter hänge. Ich mag die Abkürzung nicht. Ich habe sie noch nie gemocht. Da wirst du mich immer kriegen. Nö, beim ersten habe ich sie nicht gekriegt. Da bin ich ja dann außen lang am Wasser lang gefahren. Das ist aber auch der einzige Moment. Ich habe kurz mal meine Eins gesehen, dank der Abkürzung. Die Abkürzung musst du auch einen Fehler machen. Sonst kommst du daran, wenn der spätestens bin ich jetzt vorbei. Vierter? Welche Stelle bevorzugst du denn bei war innen jetzt wichtig, Kirsche? Mit der Abkürzung, die ich so scheiße finde. Wie meinst du innen? Ja, klar. Also von diesen beiden Matschdingern die innere, ja. Also, da habe ich das wenigstens richtig gemacht. Weil ich bin die früher nie gefahren, die Abkürzung. Da habe ich die ist eigentlich recht effektiv. Ja. Der Ein- und Ausgang ist halt wenn man sie ärgerlich. Kann, ja. Also beim Reinfahren. Selbst wenn man sie nicht kann, ist sie ja leider Gottes effektiv. Das ist ja. Die Sache ist halt, das Einzige, was ich mache, damit ich sie perfekt kriege, ist einmal kurz abbremsen. Einfach nur, damit ich sie perfekt nehmen kann. Ich glaube, ich sollte Zickzack echt mal Automatik fahren. Ja. Bei diesem Zickzack kommt ihr zwei immer ran. Nee, bei HP2 gerade da ist es lohnenswert, manuell zu fahren. Ach so. Da fahre nämlich ich auch manuell. Ach, sogar du. Ja. Dennis, du weißt, dass ich das einmal nur versucht habe und die ganze Zeit das Schalten von uns habe. Nee, du solltest auf Automatik bleiben. Ah ja. Nee, wirklich, würde ich dir echt empfehlen, weil du hast mit dem Fahrverhalten an sich schon so viel zu kämpfen. Dann HP2 ist halt nun mal eben mein Schwächstes. Deswegen ist es am sinnvollsten, dass du dich dann ganz auf das Fahren konzentrieren kannst und dich nicht auch noch um sowas kümmern musst. Also dieses Zickzack-Kicken bricht mir bestimmt bis zur achten Runde irgendwann das Genick. Weil da kommen die immer ran. Ach, der ist ja immer noch auf dem dritten, ich glaub's gar nicht. Diese Kirsche ist frustrierend. Die kriegt man einfach nicht überholt, ne? Das geht einfach nicht. Man ist immer Zweiter, wenn Kirsche mitfährt. Ja, das ist halt sein stärkstes Game, ne? Ja. Und zwar mit Abstand. Dafür ist Nice 2 für ihn das Schwächste. In High Stakes bin sogar ich manchmal besser als Kirsche, also... Nice 2 ist da ja, wo ich dann auftrumpfe. Laut Dennis soll Nice 2 für mich ja sogar besser sein, was ich in wenn du dich nicht gerade an einem Berg festfrisst, dann ist es auch besser für dich. Das ist aber auch ein Drecksberg da mit dem Schnee gewesen, wenn man da anfangen würde. Aber ich musste erstmal im Video überhaupt sehen, worum es überhaupt ging. Ich dachte, das war ein ganz normales Anfang wie Tomete-Kart oder so. Aber dann hast du es doch gesehen, aber ich weiß, dass ich in dieser Runde noch überholt habe. Aber man hätte sich da rausretten können. Du hast doch gesehen, ich habe alles versucht. Ja. Aber es gibt dann natürlich Möglichkeiten, trotz alledem. Ich habe dir ja ein paar geschrieben. Aber das fand ich immer noch überraschend, dass das mit, was sind wir da noch mal gefahren? Meinst du jetzt? Keine Ahnung. Das ist ich wusste, ich fahre da irgendwann gegen. Boah. Scheiße! Nee, letztes Mal Nice 2, wo du da mit 3 km/h den Bergen hochfahren konntest. Das war ein Ferrari. Ah ja, genau. Also das mit dem Ferrari, dass du es mit dem Ferrari nicht hinkriegst, aber mit dem Kart. Ja, ich habe keine Ahnung. Das war aber auch frustrierend. Man hat aber auch gemerkt, ab dem Abschnitt war meine Laune im Arsch. Ich frag mich nur, wäre der Wagen nicht mit Nitro hochgekommen? Oder hätte das auch nicht geklappt? Ich glaube, dann wären die Reifen nur noch mehr durchgedreht. Habe ich nicht sogar Nitro gedrückt? Ich weiß es gerade gar nicht. Nicht beim Kart, beim Ferrari. Also bei dem Kart ist meine Laune grundsätzlich im Keller, also... Ich finde den Kart okay. Aber hatte ich Nitro nicht sogar benutzt?
Oder hätte dann weiter, vielleicht hätte sich mit Nitro rausretten können, aber... Ja, er dreht ja noch mehr durch, oder? Ich meine, das Problem war doch, dass du an dem Berg mit Ahnung, Schnee nicht anfahren konntest. Nein, aber das Problem war, ich habe jedes Mal, wenn ich Gas gegeben habe, die ganze Zeit durchdrehende Reifen gehabt. Aber vielleicht hätte das Auto das ja mitgemacht ohne Gas, aber nur Nitro, vielleicht hätte das ja geklappt. Also vielleicht, wenn das Nitro durch den Auspuff rausgeblasen wird, wie so bei so einer Jetturbine oder sowas. Ich weiß nicht, ohne Reifen hoch. Weil du hast dann ja keine Umdrehung vom Gas her. Vielleicht hättest du es dann damit überlisten können. Ich weiß ja, aber du hast aber Umdrehung von den Reifen. Also je nachdem, wie gut sie simulieren zumindest. Ich weiß ja nicht, wie das simuliert wird von dem Spiel. Vielleicht hätte es ja geklappt, dass man nur Nitro gibt, aber kein Gas gibt. Vielleicht wäre dann hochgekommen. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel das dann simuliert hätte. Wäre eine Idee gewesen. Warte, da sind ja auch drum. Aber man hat halt einfach, du hast aber halt gesehen, ich hatte richtig Probleme da hoch. Ich bin auch einmal hängen geblieben, das ist echt scheiße gewesen. Aber wie gesagt, was auch geklappt hätte, ist, dass du dann eben halt dich zur Seite kippst, dass du den Berg seitlich hochfährst, dann muss er ja nicht den Berg, ist dann halt das Auto auch einfacher. Oder gegebenenfalls ein bisschen runterrollen lassen, statt dass du da 10 Sekunden stehst. Aber sobald ein Rennen, wenn da feststeht, dass ich das, das war mit dem Kart fahren, dann steht auch fest, dass ich verlieren werde. Und zwar mit sehr, sehr großem Abstand. Ja, dieses eine Kartrennen, ich habe es bis heute noch nicht verstanden. Da hatte ich noch das kaputte Bremspedal. Warum ich einfach mal sowas von, jetzt nicht platztechnisch, sondern zeitlich so davon gerast bin, dass ich sogar die beste Rundenzahl hatte. Ja, manchmal ist das komisch bei dir, weil du hast die eine Australien-Runde meintest du ja auch plötzlich so gut wie ich zu fahren, als ich dich überholen wollte. Ach, die Aktion, wo du versucht hast, mich zu holen, und ich bin gefahren wie sonst noch ja. Auf einmal. Es war auch etwas strange, auf einmal fährt er auf mein Niveau eine Runde und dann das alte Muster, ne? Aber diese eine Runde, die wollte er, ja. Da wollte ich das wissen. Ja. Hat er wahrscheinlich Angst gehabt, wenn so ein Dämon hinter ihm auftaucht. Sobald das Kart gefahren wird, verliere ich mit großem Abstand. Also es sei denn, wir fahren mit 20.000 Grip oder so, aber das wird ja niemals passieren. Aber das ist eine, also... Was war denn das? Bei mir, das ist so, glaube ich, so wirklich so random, wie ich frage. So wirklich richtige Konstante habe ich einfach nicht. Ich glaube, ich bin minimal an Kirsch wieder rangekommen, also ganz minimal. Das war auch minimal nicht gut. Ich hatte gerade wieder eine unsichtbare Wand und zwar direkt... Ja, ich auch hier. Achso, deswegen bin ich so da nicht rangekommen. Ja, ich fahre hier in diesen Kreisel mit den Bänken auf einmal... Ach, das ist die berühmteste Stelle, ja, da kann das immer ganz schnell passieren. Oder Einfahrt oder wo? Das ist mir gerade zum ersten Mal passiert überhaupt. Mir ist das auch zum ersten Mal passiert, obwohl ich das seit, keine Ahnung. Ich habe vor ein paar Wochen das allererste Mal in Coastal Parklands sowas gehabt, und zwar auf der langen Geraden. Boah, das ist bitter. Und das beim Renntag wohlgemerkt. Hey, Diebel, was ist eigentlich das höchste, was wir Grip haben von den Nice 2? Obwohl, war das Moment? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ich glaube ja. Das ist der Special Grip mit 500. Ja gut, das reicht bei mir beim Kart wahrscheinlich nicht. Ja, du brauchst auch keine Berge mehr hoch, oder? Achso, Grip, bei, nicht Schwerkraft, ja. Okay. Bei 500 Grip fährt auch das Kart sicher. Aber Kart und Tomate, das sind und bleiben Feinde. Das Kart ist das größte Scheiß in dem Spiel, also... Das, ja. Das Kart ist nächstes Mal dran. Oh, dann wissen wir jetzt schon, wer verliert, ja. Wer vielleicht nicht mal ins Ziel kommen wird. Aber ich glaube diesmal nicht auf Alpen. Ich glaube diesmal nicht. Stimmt, wir hatten uns, wenn wir das Kart hatten, fast immer nur die Alpen, ne? Ja, damit schon Mitte besonders gequält wird irgendwie. Ja. Random.org hat Tomate das richtig gern. Aber sollen wir mal so ein Card Special Day machen? Aber ich glaube, da macht Tomate da nicht mehr. Alles Card und alles mit Damage. Aber das letzte Rennen, das sieht interessant aus mit dem Mercedes CLK DTM. Und dann ohne Nitro, das ist dann wie so ein klassisches. Und dann auf dem Australien Grand Prix, also auf Melbourne. Das ist dann wie so ein klassisches, echtes Real-Life-Rennen dann. Da bin ich mal gespannt. Und kein Schaden, aber... Ja, vielleicht gleiche ich damit das Kartrennen aus. Meinst du, dann ist der Fluch gebrochen? War ich denn noch leicht gegen die Wand und Kirsche, lass ich noch weiter davon fahren. Ja, bei den...
bei den Rennen ohne Schaden bei Nice 2, da kann ich ja einigermaßen mithalten meistens. Komischerweise. Oh, Kirsche. Was mache ich? Ach, wie kann... Wie kann ich da... Ach. Gehirn, bitte funktioniere weiterhin. Das denke ich mir bei meinem Kopf, bei meinem Kopf auch manchmal. Ey, wie kann man da... Ey, wie dumm ist das? Wie konnte ich dagegen fahren? Das muss doch wirklich irgendwie so ein Augen- oder Gehirnaussetzer gewesen sein. Also irgendwas ist doch da... Also manchmal verstehe ich mich nicht, was ich hier tue. Muss wohl die Kirsche davonfahren lassen. Das will man wohl so. Jetzt habe ich die Abkürzung wieder verpasst, scheiße. Oh, jetzt ist er sogar von der Karte deswegen weg, ne? Ja, endlich ist dieser andere Punkt da von der Map runter. Und ich habe noch so gebremst und gelenkt und ich komme trotzdem nicht rein. Das Auto hat gesagt, nee. Und jetzt ist die wieder weiter vor. Ja gut, das werden wir nicht verlieren. Wir sind gerade erst in der fünften Round. Mensch. Mach doch mal einen Fehler da vorne. Ja, und Pete hat sich nach vorne gearbeitet. Echt? Er hat irgendwann... Ja, du bist jetzt Dritter, oder? Angenommen. Ja, ist bin Dritter. Wow, und schade, da warst du Letzter. Der Pete will es wissen. Vielleicht heißt Nice ja auch Nice, weil es richtig nice ist, wenn man das Kart nicht fährt. Das wird sein. Deswegen haben sie es so genannt, ja. Das Spiel heißt Nice, weil das Spiel total nice ist. Ja, das ist nur eine Ansichtssache. Was ist denn dein Lieblings-TR-Spiel, Stevie? Mein Sweeper. Derzeit gar keins. Gar keins? Oh, das ist keine gute Quote. Oh. Lass uns doch mal hier sowas wie Underground 2 oder Most Wanted reinholen und ich starte das mit Controller. Dann, ne? Oh, dann. Das wäre eine gute Idee. Na, Underground 2 wird es nicht geben, weil ich bin kein Fan von diesen 5 Millionen Rollroids. Frag mal so einen. Aber du bist bei Most Wanted, ja, bist diese, du da schon mitgefahren. Was du als Railing kennst, Kirsche, ja. Das wird eigentlich als Wallroid benannt. Und das ist bei. Underground 2 weil ist das die quasi. Taktik. Quasi jede Kurve. Bei Underground, da kannst du dich ja eigentlich an den Kurven so abstützen. Bei oder? Underground 2 ist das, ja, das die komplette Taktik. Keine Ahnung, was wir mit dem Spiel verhunzt haben. Ja. Aber du musst das wirklich so machen, damit du keine Probleme hast. Damit die Fahrer, die ständig gegen der Wand fahren, auch noch Fun haben. Darum aber hat Yay das wahrscheinlich gemacht. Du bist doch mit mir schon mal Spotted gefahren und hast gesehen, wie strong ich da eigentlich unterwegs bin. Most Wanted muss ich jetzt auch nicht jedes Mal haben, weil dieses Grummgeruckel von dieser Engine geht mir tierisch auf die Nüsse. Ich würde jetzt sagen, beim letzten Mal, wo ich mitgefahren bin, hatte ich das nicht. Aber wenn das Spiel auf die glorreiche Idee kommt, nur weil ich es auf Englisch stelle, meine Grafik auf Low runter zu drosseln. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Weiß ich nicht, aber ich hatte die Grafik hochgesetzt, das war noch auf Deutsch gestellt und du musst ja bei Most Wanted. Wenn du mit denen fährst und der Host das auf Englisch gestellt hat, musst du das... Ich hab's freiwillig auf Low gestellt, um bei dem schrecklichen Multiplayer-Gestotter eine Schadensbegrenzung zu haben. Nee, aber bei Most Wanted ist es ja so, wenn der Host das Spiel auf Englisch hat, musst du es auf Englisch haben, sonst kannst du nicht connecten oder so. Und ich hab's auf Englisch gestellt. Ja, EA hat programmiert. Ich hab das auf Englisch umgestellt. Und auf einmal war die Grafik unten. Ja, aber das, wenn du es für beide Sprachen eingestellt hast, dann behält das auch. War keine Ahnung, warum der es separat speichert, aber er macht's halt. EA hat eben programmiert. Ja, es ist sowieso komisch, dass du ein Spiel auf Englisch stellen musst. Das Beste ist aber immer noch Blur. Als ich die Installationsdatei bekommen habe, weil man mir gesagt hat, ich soll eher die nutzen, hatte ich zur Installationsauswahl nur Englisch oder Russisch? Ja gut, Englisch geht ja. So weit, ja kein Problem. Dann wurde mir von, ich weiß nicht, ob es die Ruti oder Webbage gesagt, geh mal in die Datei und nenn die Textdatei von Englisch auf German. Ich stell's auf German, das Spiel ist Deutsch, die Audio ist auf Deutsch. Cool. Und ich denk mir nur so, what the fuck? Aber ja, die Textdateien die sind ja drin, nur die Sounddateien nicht. Aber ich kann Blur nicht mit den Leuten spielen. Ich sehe die Lobby einfach gar nicht.
Wobei in Dingens hier warst du, glaube ich, also ich hatte ja dein Video da von IP Launch da angeguckt. Welches? Den ersten oder den zweiten? Da war nur einer von Underground 2, als ich gesehen habe. Jetzt sind zwei. Okay, nee, ich hab das erste geguckt und in der Underground 2 scheint es hier relativ gut zu sein. Underground 2 und Most Wanted liegen mir halt, klar. Das ist auch kein Geheimnis. Ich meine, Dennis weiß bei Most Wanted, dass zum einen, weil er mit mir gefahren ist und zweitens, weil er mein Relets Play gesehen hat. Gegen Most Wanted hätte ich grundsätzlich nichts, aber dieses Gestotter, Geruckel und dieser Grauen auf den Netcode, der muss behoben sein, da wir das aber nicht hinkriegen werden. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn am 24. der letzte Part kommt, ob sich Dennis mein Need for Speed The Run Let's Play anschauen wird. Die ersten beiden Teile habe ich schon gesehen. Mal gucken. Mindestens eins davon habe ich auch kommentiert. Weiß ich gerade, muss ich gucken. Habe ich nicht sogar dann reagiert oder? Weiß ich noch nicht. Ich habe schon länger bei YouTube nicht mehr reingeguckt, aber. Ich habe ja nicht was mit The Run. Ich dachte mir so, ja, ich nehme mal auf, so ein, zwei Stunden. Aufnahmesession war nach 4 Stunden, war das Spiel durchgespielt. Das habe ich mir schon fast gedacht. Also. Wenn diese Eventkarte, die du da in dem Spiel da hast, die ich ja schon gesehen habe, wenn das die einzige ist, dann kann das nicht allzu lange dauern. Ach Gott, ist das schlecht. Die Sache ist halt, wenn du ein recht guter Spieler bist und eigentlich recht gut dran unterwegs bist, schaffst du es, dieses Spiel nach 2 Stunden durchzuspielen. Ach ja, und das Spiel, und die Hotcast 2 hat sich gerade so gedacht, Alter, du bist zu weit von zur Mitte weg. Ich bremse dich mal direkt auf 0 km/h weg. Sicherheitshalber. Nee, das Rennen wirst du trotzdem eher beenden als ich. Die Dinge liegen überhaupt nicht, die. Aber The Run war ein cooles Spiel. Mir ist es halt einmal abgestürzt. Naja, wann es mir abgestürzt ist, ist recht zu erklären. Der Part. Wenn du dir den Part anschaust, wo es heißt gecrashed. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Wobei The Run, also von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, sind zwar ein paar coole Sachen drin und so, aber manche Sachen frage ich mich, also zum Beispiel die QTEs, die da zwischendurch kommen, oder dass der wirklich bei jedem Crash, dass er da doch bei der Action-Cam laden muss und was weiß ich nicht alles. Ganz ehrlich? Weil mein Most Wanted 2012 angespielt. Weißt da du? Heißt mein Part gecrashed am Arsch. Wisst ihr, was ich mich ganz ehrlich gefragt habe? Und das stelle ich mir bestimmt, da habe ich bestimmt 2-3 Mal diese These in diesem Let's Play gestellt. Ich glaube, ab The Run war doch die Frostbite-Engine am Laufen. Und ich befürchte, dass sie bei The Run stolz waren. Hier, guck mal, die Frostbite-Engine. Weil die Stelle mit den Rockies, wo der Schneepassage ist, ist irgendwann eine Passage, wo in den Schnee geschossen wird mit einer Kugel und Lawine, also Schnee runterkommt. Das, ich glaube, die waren froh, dass sie die Frostbite-Engine nutzten. Aber The Run hat mich bei einer Sache angekotzt. Du hast nicht im Spiel die Möglichkeit, die Spiellautstärke anzupassen. Das ist auch gut. Du musst sie über Windows einstellen. Und wenn du das Spiel neu startest, musst du es wieder neu einstellen, weil die Lautstärke direkt wieder auf 100 ist. Das ist aber echt dumm. Hat das Spiel nicht auf 30 FPS-Lock oder so? Nein. Ach, das nicht. The One nicht. Rivals hat das, aber nicht The One. Okay. In den Cutscenes, glaube ich, ist eine 30er-Lock drin. Ja, das ist klar, weil er die Framerate von dem Video nimmt. Das ist ja klar. Aber der Rest des Spiels nicht. Ich weiß nicht, wie viele FPS ich gehabt habe, aber es war ein Safe. Und das kann ich mir auch zur Miete bestätigen, dass ein Safe mehr als 30 und auch, glaube ich, Safe mehr als 60 gewesen. Okay. Aber zur Miete müsste es bestätigen können, das Spiel muss doch YouTube-technisch flüssig ausgesehen haben. Ja, doch. Daran hat gar nichts gescheitert. Das war alles super. Weiß nicht, ob ihr meine MW 2012 angespielt gesehen habt, aber dieses. Das ist deine letzte Runde! Weil dieses. Oh, diese. Ein kleines bisschen einen Verkehrswagen berühren und. Crashcam! Es gibt, dieses Spiel mit bezüglich dieser Crashcam hat zwei interessante Sachen. Leichte Crash, Crashcam. Starke Crash, ist egal. Ja, und wenn ich mit Polizei verbinde. Guck mal, wenn ich in einer Polizeiverfolgung bin, da will ich doch Scheiße bauen, da will ich Verkehr rammen dürfen. K.
kannst sie aber so nicht, weil du musst sie jedes Mal bei der kleinsten Verkehrsberührung ja, dir drum bangen, dass dann wieder diese dämliche Crashcam kommt und dann. Ja, das habe ich ja hoffentlich das ausschalten. Ist einfach. Oder? Nur du meinst, das hatte ich auch in deinem, also bei Stevie hatte ich ja sowieso gesehen und ich glaube bei deinem HP 2010 oder so, da war das auch sehr viel mit dieser Crashcam da. Nee, das waren die Takedown-Cams, the one is wenn ich andere ausgeschaltet habe. Das war ist ja auch okay, aber nicht mein eigenes Auto, weil wenn ich einen ganz leichten Verkehrswagen berühre, das dann sofort, total Crash mit Crashcam, the what the fuck. The One ist noch harmlos. Ich habe von Most Wanted 2012 mir ein Review geschaut von jemandem, der gerne mal jedes Spiel auch gerne mal schlecht zu nehmen, als wenn es um Need for Speed oder Call of Duty geht. Alte 4 Games oder? Ach, gut, dass du die Person Endspruch kennst. Jedenfalls bei ihm habe ich das halt gesehen und deswegen weiß ich diese Kuriosität mit der Crashcam in Most Wanted 2012. Und wobei das Ding ist, meistens kann ich ihm da auch irgendwie den Kritikpunkt recht geben. Naja, schau dir doch mal die Vorstellungsvideos von irgendwelchen an, wo man sich fragt, ob die Entwickler eigentlich gekifft haben. Also Polizeitornado, Polizei ist als Pyramide aufgelistet. Und das Gleiche ist ja mit den Cops auch. Du berührst die Cops ganz leicht und sofort sind sie tot. Das ist doch scheiße, ich will doch ein bisschen mit den Cops rammen und ich die kleine Berührung, ja, schon ausgeschaltet, take down. Nee, aber diese Crashcam-Sache, es gibt eine Mod dafür. Dass die weg ist? Mhm. Bei ja, gut, 2012 oder wie? Ja. Das ist sehr gut. Es gibt also, das da, hab ich schlimm gehört, und auch von einem YouTuber, der Most Wanted Let's Played hat, der hat die Mod drin gehabt und da hat die manchen, wo es halt vielleicht Sinn ergibt, ja, aber sonst war sie zum großen Teil gar nicht motiviert. Okay. Ah, ich weiß nicht, da hat mir HP Remaster bisher mehr von gemacht, weil da kannst du tatsächlich mal einen Verkehrswagen rammen, ohne dass direkt eine Crashcam kommt. Man kann die Bullen rammen, ohne dass direkt eine Crashcam kommt, ohne dass der Bulle direkt ausgeschaltet ist, beim kleinsten Berührer. Aber also gut, das ist wirklich Dennis, besser deine Videos haben zu reden. Du solltest niemals, wenn der auf der Straße ist, so ein Smart, oder was war das, Mann? Du hast gelitten bei ihm, du bist mehrmals in die Richtung Wasser gedrängt. Ne, Dennis? Dein Forza Horizon Video, ne? Ach so! Mit dem armen Wagen, den du da hast leiden lassen? Ja, der Mini Cooper, ja, generell Verkehrswagen haben es bei mir nicht gut. Außer bei MW 2012, da haben sie es bei mir besonders gut, weil man die ja nicht rammen darf in diesem Spiel. Ja, das ist ja schon wieder extrem übertriebene Unfallwirkung. Oh. Die haben sich gedacht, damals haben wir es komplett untertrieben mit der Unfallwirkung bei Must Wanted, diesmal machen wir es ja, so heftig. Ja, wobei bei The One ist die Unfallwirkung auch crazy. Ich berühre ein Auto und bin gleich kaputt. Und dann resettet er zu irgendeinem Kontrollpunkt und da deswegen habe ich so gut wie kaum da versucht, Autos zu berühren in dem Display. Der Vorsprung, den Kirsche hatte, das ist echt. Ja, die Rundenzeit wird dir auch nicht gefallen. Also, wo ihr da vorne geblieben seid, das frage ich mich ja auch. Die sind schon mal vorgefahren. Eine 3.19? Was? Nachdem du da so ein bisschen Abstand gemacht hast, habe ich die letzten beiden Runden mal echt auf Risiko gefahren und habe Glück gehabt, bin mit durchgekommen. 3.19? Ja, die letzte Runde war echt gut. Du bist 4 Sekunden schneller. Okay. 3.19, krass. Alter, ich bin eine 3.23 gefahren. Das war doch echt Risiko. Ich hätte genauso gut crashen können, aber... Wie bist du da 3.19 gefahren? Zum Beispiel, diese Matsch-Abkürzung, wo es diese drei Wege gibt, ich bin nicht vom Gas gegangen. Flat durch. Und hab Glück gehabt, bin ich gecrashed. Hä? Okay? Ich muss da Gas vergeben. Mit dieser Abkürzung bin ich so eigentlich auch. Eine Muster, um auf Nummer sicher zu gehen. Die ist halt eben sehr crashgefährlich. Aber sie geht halt eben auch voll, wenn du Glück hast. Wenn ich bremst da ab, damit ich knall trotzdem gegen eine Wand. Also. Okay. Na, Kirsches Video wird wieder sehr interessant, aber ich lerne daraus nicht. Das ist das Geilste daran. Ich denke mir, ja, schön, dass du diese Zeit gefahren bist, aber was muss ich jetzt Musik, besser machen? Die Musik passt nicht. Wir spielen Need for Speed HP2 und nicht Need for Speed 2. Oh, schade, dass ich das Radio gerade nicht anhabe. Back 8.
Vielleicht kann ich das ja mal starten. Ich hab den Server verlassen. Kannst. Das ist blöd. Vielleicht braucht er eine Zeit. Ach nein, oh. Aber mit ein bisschen Glück sind die in ASIC drin, aber schauen wir mal. Du hast das Rennen. Oh Gott, sorry. Ich steht in ASIC drin. Liste. Müsste ja aber in ASAC. 1, 2, 4, 5. Meins steht auch drin, oder? Sonst mache ich einen Screenshot schnell. Du. Steht's, oder? Ist in ASAC drin, dann ist gut. Okay, alles klar. GT. So. Haben wir den McLaren F1 LM. Es ist schon frustrierend, wenn die Zeiten besser waren als beim Üben, aber Kirscher dann nochmal 4 Hauptsache Sekunden drauflegt. Okay, aber ich sehe gar nicht, beim Üben habe ich auch nur eine 23 gehabt. Hauptsache, wir fahren ernsthaft den Speedster mit 8 Runden und dann den HSV Coupé mit 7 Runden. Oh, schmerzhaft. Echt? 8 Runden? Speedster 8 Runden? Ja, und zwar okay. Auch schnell vorwärts dann. Ah, okay. Aber das noch National Palm City wäre natürlich echt übel. Oh, komm, die Farbe muss ich doch wählen. Oh, ich hätte noch gar nicht wählen sollen, oder? Nee, Pi nee, muss Pi anfangen. Zuerst. Da war ich zu schnell, scheiße. Starten. Ja, Server nochmal neu. Sorry. Dennis. Ich hab schneller geklickt, als ich wollte. Tut mir leid. Ach so, jetzt kann ich, ne? National Forest mit einem Speedster und dann Coastal Parklands mit einem Coupé. Jo. Ich fahre hier. Hallo? Da war eine lange Synchronisation. Stimmt. Ich dachte, deswegen mal. Hallo? Hallo? Weil das so komisch war. Komisches Internet. Jetzt ja, auch meins. Ja, eigentlich ist mein Internet gut. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie. Aber die Farbe von dem Wagen musste ich einfach nehmen. Mein Internet ist hier binär. Entweder ist es super oder es ist totale Grütze oder Warum kommst du da so scheiße rum, Auto? Und schon ist die Kirche wieder vorne. Genau deswegen. Aber alle haben die Custom-Skins installiert, wie es aussieht. Ich hab die nicht, glaube ich. Achso, ja gut, du hast auch einen Orangen, ja, sehe ich gerade, ja. Das heißt, für dich da fahren wir jetzt alle nur eine Farbe, oder? Nee, wie viele Farben hatte der? Ja, meiner dürfte auch orange sein, aber halt mit Flammen drauf. Aber ich habe eigentlich bis jetzt jede so gut. Und das steuert halt noch mehr. Drin. Ja gut, dass du orange fährst, ist ja klar, weil. Also, wegen den Flammen. Mit den Flammen halt, ja, aber eigentlich der schwarz ist in Wirklichkeit. Der normale McLaren ist eigentlich schwarz. Achso, den Orangen hast du trotzdem noch drin. Ja, der normale McLaren F1. Achso, ah, ja, genau, ja. Also ja. Nicht der LM, sondern der, ja. Und der ist dann bei mir schwarz noch dran. Ja, wie war das damals? Legenden besagen, Autos mit Flammen fahren schneller? Ja, aber aus dem Auspuff. Nee, ja. Also Flammbeinlos. Jetzt halt, denn ist das ein Kirsche hinterm Steuer, dann ist das nicht so. Vielleicht habe ich auch irgendwo Flammen im Interieur. Ja, die hast du bestimmt Nitro-Booster eingebaut. Ja. Alter. Dass die manche Aktionen von mir gut gehen, überrascht mich. Die Abkürzung, die ihr alle hast, die habe ich eben auch einigermaßen mit hinbekommen eigentlich. Ja, trotzdem hast du Geschwindigkeit dabei verloren, wenn du die Seeabkürzung hast. Nein, der ist weiter vorne. Also vorher warst du fast an mir dran. Jetzt ist er immer noch fast an mir dran, aber weiter weg. Ich weiß es jetzt. Ja, aber es kann auch daran liegen, dass er auch einen Fehler gemacht hat. Ja, du verlierst halt, du kommst halt eben langsam aus der Kurve raus und bist dann diese ganze Bergaufpassage fehlt die Geschwindigkeit. Ja gut, vielleicht kommt jetzt gleich mal wieder ohne. Das war. Nicht so toll. Dem Auto wird Kirsche sowieso keinen Fehler bauen.
Oh, ich sehe das eher umgekehrt. Den langsamen ist es viel einfacher, keinen Fehler zu bauen. Ja, aber mit dem Auto hast du das ja eigentlich gewohnt. Ja, den LM mag ich sehr gerne, das stimmt. Aber bei dem, der kommt ja nochmal mit Palm City und das ist, da fahre ich den eigentlich gar nicht so gerne. Wir haben den nochmal? Ja. Ja. Aber ich fahre den eigentlich gerne, der fährt sich recht solide. Ich mag den CLK lieber. Ja, auf Palm City hätte ich auch lieber den CLK, aber ansonsten ist LM, glaube ich, schon mein Lieblingsauto, ja. Ja, also in Dingens hier, in HP2 ist der LM auch mein Lieblingsauto, also. Der Dingens? Der LM. Clouds! Der leckt mich. Au, au, geh doch von der Wand. Der Le Mans. Ey, das soll leck mich heißen, glaube ich. Nee. Ich glaube nicht, dass McLaren so geile Auto leck mich nennt. Vor allem als nicht deutsche Firma. Das ist ein BMW-Motor. Achso, ja gut, dann kann das natürlich begründet sein. Also ein BMW-Leckmisch-Motor. Fahren die alle nicht mit dieses wunderschöne, tolle Spiel hier letztes Jahr. Beruti nicht, Wavit ist auch nicht dabei. Ja, was ist eigentlich? Hier scheint irgendwie immer weniger zu werden langsam. Ja gut, aber Wavit fährt's ja in IP Lounge auch. Also bei Need for Speed 4 kann ich das ja verstehen, aber hier... Wobei ich würde eigentlich sagen, Need for Speed 4 ist eher noch ein geileres Spiel als HP 2, aber... Für dich! Ja, dann tut's mir ja... Wenn Dennis das wirklich so durchziehen sollte... Ja, mal schauen. Momentan habe ich keinen Ersatz, weil alles problematisch ist. Also es mag sein, dass es mal geplant war, dass das Spiel geiler als HP 2 wird... geiler als... High Stakes, so von wegen hier noch mit Tag-Nacht, Wechsel und Wetter und generell, aber so, Achso, die vermisst das Wetter quasi. Ja, Tag-Nacht, Wechsel und sowas, das hatte sie ja alles nicht. Ja, das merke ich. Also, ja. Ja, das Wetter fehlt mir tatsächlich auch im Tag-Nacht-Wechsel, ja. Aber die Fahrphysik von High Stakes ist halt... Ja, strange. Ich mach's natürlich direkt! Das ist ja nett, dass du genau da auch crasht, wo ich auch gecrasht bin. Need for Speed 4 ist dann... Mann! Ich würde jetzt Link vergessen zu schalten, deswegen bist du auch noch vorbeigekommen, aber... Dass ich da den Lenkeinschlag auf 100 haben muss, wenn ich einen HP2, den auf 200 habe... Das sagt schon einiges aus. Ist doch ein Fluch, ehrlich. Naja, halt einmal das und das andere halt noch, dass du... bis zu einem gewissen Grad zumindest ohne Replacements neue Autos einfügen kannst. Das ist halt so der Hauptgrund, warum ich heiße, die Links besser finde. Dennis wollte ja hier mal auch. Ja, ich aber muss, auf dem Weg ist er bis heute noch. Ich muss da sammeln, weil die machen in dem Classic ein rechtes Quad. Ja, neue Fahrzeuge mit K-Indie-Abstimmung von Meteor und der macht geile Indies und so, weil die auch von realen Auto, ja. Entsprechen und das ist natürlich dann geil und gut für Asak halt auch dann. Na, die da aber einmal von dem McLaren F1 da hattest, da in deinem einen Video, das war aber weit davon entfernt, dem echten Auto zu entsprechen, glaube ich. Ja, das war ja auch ein Fun-Ding, ne? Der war ja wirklich, Da musste ich einfach mal was ausprobieren. Ich wollte einfach mal 400 mit 465 jede Kurve schaffen. 465! Ja, ja, ich habe den National Forest mit 465 jede Kurve gefahren mit meinem modifizierten Auto. Habe ich da ernsthaft ein Video übersehen? Ja. Da hast du was sehr Wichtiges verpasst, das Video. Das ist schon... Es ist schon genial, dazu zu gucken, um die schärfsten Kurven fährt man damit 465 ja. Und so. Ich fahre alles 465 mit denen. Da müsste aber sowas der voll scheiße nicht. Und natürlich auch eine Downforce, dass der National Forest Berg völlig egal ist. Einfach mit 465 rüberfahren, ohne dass du springst. Holy shit, der ist aber komplett falsch. Der ist nicht falsch, Montoya ist damals bloß schlecht gefahren.
Die letzte Runde. Ja gut, diese eine da, die da fast mit der Transe die dort Schleife auf den Würmerkicker besiegt hatte. Was hast du gerade gesagt? Mitten vor Transit, da gab's doch diese eine... Ja, Sabine Schmitz ist das. Sabine Schmitz, genau. Das war so lustig, das war irgendwie mit Top Gear zusammen. Macht die besser als Vettel, oder was wollt ihr sagen? Oh, das ist aber keine schon. Kunst. Das ist keine Kunst derzeit. Ja, ich habe das schon gehört, dass der wohl nicht so ganz so gut gewesen sein soll in letzter Zeit. Also ich habe ja Formel 1 lange nicht mehr verfolgt, aber... Er war eigentlich die Hoffnung schlechthin und ab und dann, irgendeiner Saison hat er komplett nachgelassen. Und dann war es Leclerc, der dann plötzlich gut war, oder wie? Ja, die nächste Hoffnung ist ja jetzt scheinbar Mick. Ja, ich glaube jetzt ab dieser Saison jetzt schon drin ist, oder ist er echt nächste, weiß ich nicht. Okay. Nee, diese Saison. Oh. Diese Saison schon? Ja. Hat das geschafft? Okay, cool. Aber ich habe das auch schon einige Jahre kein Formel 1 mehr geguckt. Respekt an Mick, dass er das geschafft hat. Er hat sich aber auch, wenn man überlegt, mit Formel E hat er angefangen, ne? Ja, das glaube ich nicht. Formel E? Mick Schumacher? Damals noch mit anderem Namen? Weil er auch keinen Bock hatte auf den Film wegen seinem Nachnamen? Formel E. Diese neue Serie, die es seit, keine Ahnung, 4 Jahren gibt. Da war er drin, aber am Anfang noch mit einem gefakten Namen wegen dieser ganzen Filmsache, wegen dem Nachnamen. Ich glaub's ja nicht, ich hab gegen Der Kirche Nachname gemacht. Ist nun mal ja, eben geprägt, ne? Muss man ja sagen. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der einfach so in die Formel E reinkommt. Sehr hoch. Der hat doch gerade erst letzte Saison, was war es denn überhaupt, Formel 2 oder so gewonnen? Der ist halt komplett durch. Also gestartet, der war auch in Formel 3 drin und alles. Ja, genau, schlechter war meine Rundzeit nicht. Du kommst normalerweise nicht in die Formel E, bevor du Formel 2 und Formel 3 gefahren hast. Ich meine, dass er jetzt auch darum geht jetzt. Und trotzdem ist er weit nach oben gekommen, sagen wir es mal so. Ja, das auf jeden Fall. Einfach in der letzten Kurve einen Dreher machen. In der letzten Runde einen Dreher machen, Junge. Nein! Warum drehst du dich jetzt weg? Warum drehst du dich jetzt weg? Ist aber auch hart. Hab ich dich angeschickt. So, gleich wieder da. In der letzten Runde dreht sich die Karre einfach weg. Aber es ist schon cool. Also es ist schon cool, wenn hier unterschiedlich eingefärbte McLaren Sitz rumfahren. Also das ist schon cool. Das ja, wenn du das anhalten kannst, ganz praktisch. Ja, aber ihr müsst wie üblich auf mich warten. Also das fand ich schon sehr angenehm beim Start auch, ne, dass Autos jetzt endlich mal unterschiedlich aussahen. Ja gut, nur interessant, wenn dir so ein LM um die Ecke kommt, der mal eben Glückwunsch, du bist Zweiter. Ein lilaner LM. Also da war ich ja mal auf Kirsches Niveau auf der Strecke hier. Rosana, meine ich. Eine Runde 3 Sekunden verloren. Aber guck dir die Rundzeiten an. Wir sind genau gleich gut auf der Strecke gewesen. Bis auf die eine Runde, wo ich 3 Sekunden verloren habe. Im Vergleich zu dir. Und du warst da auch schlecht, weil du ja auch gecrashed warst. Ja, wir haben den gleichen Skill auf der Strecke gehabt. Das ist total spannend. Aber, und du hast den vierten Gang benutzt, offenbar. 317. Ja, in der ersten Runde. Okay. Aber habe ich festgestellt, lohnt sich nicht. Dann habe ich es sein gelassen. Nicht, ja. Nee, dann habe ich es sein gelassen. So. Jetzt kommt 8 Runden. Lass mich doch mal eintippen, du Alter. Ich habe mich gerade 25 Mal vertippt oder so. So. 8 Runden National Forest Opel Speedster. Kommt denn jetzt? Ah, der Speedster. Der Opel Slowstar. Wer passt denn da, ja? Speedstar. Naja, vielleicht zu so einem normalen VW Käfer schon recht schnell. Stevie, hast du schon gewählt? Ja. Gibt's hier grün? Ja, hier gibt's grün. Ich will mich dem Wald anpassen. Townfarben, clever. So, dann darf ich. Und jetzt der noch, der Kirsche. Okay. Der Kirschsalat. Der Kirsch. Das war ein langsamer Start, glaube ich. Wobei mir es hier 8 Runden lieber jetzt auf irgendwelchen
Ah, wo fahr ich hin? Alter, was machst du denn da? Auf freier Strecke beim Anfahren. Ja, what the fuck? Einfach mal Bomben gegen die Wand. Die Abkürzung geht noch weiter und meine Arme dachten so, ey, ich da mal rüber. Du willst doch nur wieder für gutes Thumbnail sorgen. Was? So. Oh, clever. Damit ich meine, hier ist hier Afrod lieber als auf der Tropen. Das finde ich auch sehr nett von Stevie, weil für bei HP2 habe ich oft Probleme, Thumbnails zu finden, weil ich ja 6 Stück für mein Intro suche. Und HP2 ja generell nicht so viel passiert. Ja, Stevie wollte mir behilflich sein. Aber ich weiß auch nicht, was das gerade bitte war. Ein Fahrfehler. Ja, weißt du, ich weiß, die Abkürzung geht noch weiter und ich ziehe einfach rüber. What the fuck? Aber gut, damit bin ich jetzt auch hier letzter. Oh, und die Fossil 2 Musik kommt zurück. Ja, Track 1. Wenn die Wand nicht zum Stevie kommt, muss der Stevie zur Wand. Warum ist die Kirsche jetzt wieder vor mir? Was hab ich denn hier gemacht? Das kann doch nicht sein. Ich bin doch hier ganz normal gefahren. Du hast also doch den Tourist da drin. Ja, du sollst halt nicht ganz normal hier sonntags Kaffee holen fahren. Ich drück das Gas wieder voll durch. Und trotzdem gewinnst du Abstand zu mir. Du musst dir die Handbremse loslassen. Oh, scheiße, Pete haut sich wieder ab. An welchem Gang bist du denn drin? Yes. Ich hab mir überlegt, dass der 5. hier nicht so richtig was bringt. Der 5.? Lass den 5. in Ruhe. Und somit bin ich eigentlich, ich glaube, konstant. Nach 4 und ich, meine Automatik holt mir, hat mich kurz in den 5. gebracht. Ich hab den 7. aber auch immer wieder ran. Ja, den 5. brauchst du hier nicht. Sagt das der Automatik? Ja. Wir wollen die Umwelt schonen, die Automatik. Ja. Will die einfach die Umwelt schonen. Benzinspargang. Na gut, für den Jump hat's. Der Echo-Mode. Na, ja, für den Jump hat der 5. kurzweilig was gebracht. Bist aber auch nicht näher gekommen, oder? Warst du nicht vorher näher dran? Ja, aber du hast da mehr Sprung gekriegt irgendwie. Das lag nicht an dem 5. Gang. Ach, das lag an deiner. Warte auf, über den 5. Gang zu reden, ich bin schon wieder im 5. drin. Bist du gerade gefahren, Pete, oder? Ich bin irgendwie gegen diese Leitplanke, wobei war so. War diese 45 Grad war das irgendwie, das hat mich ein bisschen. Ja, na gut, dann wollen wir das mal gleich ausnutzen, ne? Gleich ausnutzen, ja, ja. 8 Runden, ach du Scheiße! Ich hab man doch schon die ganze Zeit deswegen. Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht gesagt, oder? Und zwar so. Mindestens zweimal. Ich hab's wahrscheinlich verdrängt. Und das Beste ist, der wird doch bestimmt gleich sagen, 7 Runden als ja, noch, what so, the genau. fuck? Dabei habe ich das auch erwähnt. Ja, man verdrängt sowas, sowas Unschönes. Und das Beste ist, er hat das noch sogar eingestellt, ne? Nee, das hat meine Sheet Engine umgestellt. Achso, stimmt, auch immer eine Überraschung. Ihr zwei seid, ihr habt euch echt gesucht und gefunden, ne? Natürlich, ich würde einen Klick statt checken, habe ich jetzt auch alles richtig eingestellt. Oh, dann dieses Setting noch, dann dieses Setting noch. Nee. Deutlich mehr als ein Klick. Erstmal auf Öffnen, dann auf die Datei doppelklicken, danach ja. Mergen mit Nein ja, beantworten, gut, das ist aber ein Schritt, dann die das Kreuz bei anklicken. Nee, die Kreuze brauche ich bei HP2 nicht klicken. Oh, okay. Gut, ein Klick weniger, aber trotzdem, was war das jetzt? Öffnen, Datei doppelklicken, Mergen, Nein klicken. Das sind 4 Klicks. Ein ja, plus aber noch Alt-Tab. Oh, genau, Alt-Tab auch noch. Es geht, Alt-Tab das geht aber so. Trotzdem erheblich schneller. Ja, das kann sein, aber es ist nicht ein Klick. Ja, gut. Aber, aber es geht erheblich schneller, als dieses Menü dazu. Ja, weil du nicht denken musst, deswegen ist es schneller. Wie war das? Also er muss Alt-Enter, Alt-Tab, dann Richtung Cheat-Engine, oh Gott, ja, dann die Ewigkeit. 3-4 Klicks da machen, dann wieder Alt-Tab und Alt-Enter. Aber du könntest recht haben, Kirsche, das könnte doch an dem 5. Gang gelegen haben, weil ich gerade festgestellt habe, der 4. Gang schafft mehr als 231 km/h. Ich dachte, war bei 231 war das Schluss. Die Automatik haut den 5. schon bei 204, 205 rein. Hab ich gerade mal per Zufall gesehen. Naja, das ist ja bei dem Auto noch nicht bitter, bei McLaren F1 LM ist es bitter. Ja gut, ich bin jetzt im 4. Gang und bin schon bei 8000 Umdrehungen. Weißt du, der McLaren F1 braucht den
dritten Gang erst bei 247 km/h. Wir fahren ihn doch später nochmal, dann kann ich dir mal sagen, wann er bei mir immer umschalten mag. Also ich würde schon früher in den dritten schalten, aber ja. Der zweite kommt halt eben, wenn der Berg abgedrückt wird, kommt er bis 247, ja. Und, ja, aber überleg halt, die Automatik schaltet halt richtig gut. Gerade, ich glaube, die schaltet bei 250 schon im vierten oder so, also das ist richtig crazy. Ja, was ja. Krank, ne? Im Vergleich zum normalen Auto, bei unter 200 schon in zweiten Gang schalten. Krank. Ja. Ja, aber so. Erster Gang bis 100 km/h, zweiter Gang bis 200 km/h, dritter Gang bis 300 km/h. Aber so ein Rennsportwagen wird das schon auch einen Sportmodus haben. Ja, gut, aber wie gesagt, so rein realistisch ist es schon, weil, wenn du mit 8000 da bei 180 oder so schon im vierten Gang bist, also ich glaub, macht es rein sachlich schon Sinn, da irgendwann mal zu schalten, auch wenn wir hier jetzt im Spiel natürlich kein Verschleiß oder sowas haben. Also ich glaube, das ist in einem Rennen realistisch. Also, nicht so in, auf Dauer. Also in einem Rennen ist das scheißegal. Der F1 hat ja 6 Gänge und dann. Weiß nicht. Okay, bei 208 wechselt er auf den Fünften. Velocity to RPMs hier in dem Spiel sind, glaube ich, nicht so ganz koscher. Ich habe jetzt ganz genau geguckt, ab dann, wenn die 208 da steht, ist er im Fünften. Aber das haben die nur beim LM so gemacht, ne? Keine Ahnung, warum gerade da. Aber selbst wenn es realistisch wäre, meine, wer würde denn ein Auto so abstimmen? Wenn du 6 Gänge hast, dann benutzt du die einfach anders, ne? Dann würdest du den ersten Gang trotzdem zum Anfahren nehmen und nicht um dann bis 150 oder was immer zu fahren. Ja, es ist schon merkwürdig. Auch der Musilago, der geht ja auch so hoch. Ey, zweiter Gang. Ja, stimmt, der ist ziemlich ähnlich. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Autos nun echt auch so abgestimmt sind. Das würde ich nicht. Ja, kann man wahrscheinlich machen, wenn man drauf besteht, aber. Vielleicht nicht unbedingt die schnellste Version. Ah, kacke, jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Und Pete ist jetzt aus dem Sichtfeld. Ja, ihr seid mir aus dem Sichtfeld schon lange geglitten, als ich diesen Unfall-Dummheitsfehler gebaut habe. Diesen Start mal eben abbiegen. Aber am unrealistischsten sieht das Gangschalten echt bei diesen Autos hier aus, ne? Die ganze Zeit voll Drehzahl begrenzt, aber da gehen auch gefühlt 50 km drüber. Das erinnert mich an Most Wanted, wenn du da die extra Options hast und machst dann den Drehzahlbegrenzer und tust ihn weg. Das ist genau dasselbe Effekt. Ganz lustig. Aber ja, die Textur hier für den Speedster, die könnte ein bisschen sein, ja. Die was? Ja, hier die Textur für einen Drehzahlbegrenzer halt. Achso, ja. Oh, Rammstein! Ah, das ist schlecht, das heißt, Demon wird jetzt schneller und ich habe gerade einen Fehler gemacht. Nee, ja. Stevie habe ich gesehen, nicht Demon. Ich meinte auf die Rammstein-Erkenntnis. Und dann du, auch noch so ein geiler Song. Weißt du, Kirsche, er hat Sehnsucht nach dir. Deswegen läuft jetzt auch Rammstein mit Sehnsucht. Das Spannende ist, ich komme gerade tatsächlich durch da an die Ja, weil ich einen Fehler gemacht habe, dann fehlt halt die ganze Zeit der Schwung. Boah, jetzt die Waffen von Gasgas-Wasser. Nix da. Ist schön die Minigun auspacken, die bei Gasgas-Wasser und wumm ist er weg, der Kirsche. Ach, Gasgas, das ist so ein geiles Spiel. Boah, diese Musik, Alter. Ignorier sie einfach. Lass dich nicht davon beeinflussen. Sowas Gutes kann man nicht ignorieren, das geht nicht. Ob sie irgendwann auch dieses Album remastern werden? Oder wollten sie extra nur Herzeleid machen? Keine Ahnung, Joe. Vielleicht machen sie es zum Jubiläum, wenn Corona weg ist.
Ja, wie gesagt, es soll. Ich bin immer gespannt, das nächste Album haben sie ja soweit fertig. Wer weiß, wann sie das releasen. Ja, rausbringen! Ich brauche neuen Content hier. Weißt du, wer sich dann freut, wenn in die Flak-Dateien zukommen lässt, ne? Die Flak sind das kleinste Problem dann. Und wie lange haben wir bei dem anderen Album gebraucht, bis wir die hatten? Weiß nicht, es wurde released und ich hatte sie schon, ne? Irgendwie sowas war das doch. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Oh, die Rundzeiten werden auch besser. Also, Rammstein hat seine Wirkung. Willst du nicht einfach mal bald irgendwo die Stevie-Abkürzung nehmen? Nee, die nehme ich nicht. Ich weiß nicht, was das war. Ernsthaft? Die hat sich als nicht gut erwiesen. Nee, seitdem komme ich nicht mal an euch ran. Also ich glaube an diese Abkürzung nicht von Stevie, oder? Da habe ich kein Zutrauen zu. Was? Nee. Habt ihr eigentlich gesehen, wie ich den HP2-Part genannt habe, den letzten? Nee, grad nicht im Kopf. Irgendwas mit Turnschuhen. Ne, Deichmann-Rennschuhe für den CS50. Ach, Rennschuhe, ja, klar. Ja, weil wir haben doch darüber geredet, da wird ein Schuh draus und dann kann ich jetzt doch weiter mit der Story Rennschuhe und so. Ja, jetzt habe ich den Part sogenannt Deichmann-Rennschuhe für den CS50. War ein bisschen spät hochgeladen, ne? Ja, ich war ein bisschen hinterher, die Screenshots zu machen. Aber Need for Speed 4 habe ich Screenshots fertig, jetzt fängst du an YouTube, also ich bin fast wieder aktuell. Ehrlich gesagt sind die Screenshots das, was man immer mit Cursor rechts überspringt, oder? Na, ich würde sie nicht überspringen, weil das sind teilweise echt geile Szenen, die ich da raussuche. Aber ich habe sie ja, wer bei uns im Clan ist, ja sowieso in die Highlights gepostet. Dann kennt ihr die ja schon. Apropos YouTube, jetzt mal außerhalb, ich weiß macht egal, wie gut du dich drin kümmerst, dass ein Video gut aussieht, sowieso aus jedem Video die gleiche Kürze. Tipps! Das ist die letzte Runde. Sicher waren wegen der Qualitätseinstellung bei mir, weißt du noch? Worauf willst du jetzt hinaus? Ja, weil du ja sagtest, hier von wegen, wo du das bei mir eingestellt hattest, nochmal wegen meiner Grafikkarte, B-Frames, blablabla, meintest du doch eventuell, ob ich die Qualität nicht höher schrauben sollte. Weil was ich bei dir gesehen hätte, ist für dich, also deine Verhältnisse, dass es, wenn du da schon gesehen hattest, dass du es ein bisschen hochschraubst. Du meintest mir vorzuschlagen, ob ich das nicht auch ein bisschen hochschrauben sollte. Ja, aber dann wachsen die Dateigrößen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist, encodiere ich ein Video, ist die CPU bei über 60% und die Grafikkarte bei 40 bis 50. Ja, musst du zum Taskmanager gucken, die Anzeige ist ein bisschen bescheuert bei TM-Break, Inc. Also die CPU wird ganz schön mitbenutzt. Ja, wegen dem Auflösungs-Upscale. Und Audio ist ja auch noch mit drin und all der ganzen Header-Kram und sowas. Aber du musst zum Taskmanager gucken, weil der... Da hab ich ja, das ist... Ich hab dir auch sogar zweimal einen Screenshot dessen geschickt, wenn ich nur erinnere. Ah ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich, ja. Die CPU und die Grafikkarte teilen sich das Programm beim Encodieren. Ist eigentlich optimal. Ja, der Auflösungs-Upscale, das hat über CPU. Aber ich weiß halt jetzt nicht, ob man die Qualität jetzt man anpassen müsste, weil ich hätte jetzt gesagt, hast du bei YouTube einen Unterstriesel, aber es ist ja egal, was du bei YouTube Videos bei YouTube hochhältst. YouTube bringt ja egal welche Einstellung, das wird grundsätzlich nicht. Ja, aber die Bitrate nicht ausreicht halt von YouTube. Da kannst du keine Ahnung, glaube ich, was für eine Qualität fertig machen. Ja, natürlich. YouTube zerkrutzt es trotzdem. Ich hatte mal Lossless ein Video hochgeladen, weil es nur kurz war und trotzdem wird das natürlich hässlich. Ist ja ganz klar. Weil die Bitrate nicht reicht. Ich habe ja jetzt ja durch dich ja die B-Frames-Sache, ob da jetzt. Aber YouTube fällt da nur kein großer Unterschied auf. Ach, Kirsch hat mir einen Sieg geschenkt.
Ah, zweimal den gleichen Fehler. Irgendwie der lenkt so gut, ne? Manchmal ist es so, du lenkst in der Kurve und auf einmal zieht der nochmal enger rein. Und dann habe ich halt die Wand berührt und dann taumelst du weg. Aber das Radio ist schon gut zu uns heute, ne? Also erst Rammstein, jetzt Motor-Jesus. Also ich bin echt begeistert. Ach, daran lag das, dass ich verloren habe. Ich habe mich schon gewundert. Ja. Ich dachte, den Schluss mache ich einfach mal ein paar Unfälle. Aha. Du bist. Du meinst, weiter. Du hast die Stevie-Abkürzung nochmal optimiert? Ich weiß nicht, was das war. Ja, wieder auf einem Niveau waren wir. Hast du das gesehen? Da sind nur 2/10 Unterschied bei den Rundenzeiten. Ja. Na gut, ist doch nicht schwer, bei dem Auto auf einem Niveau zu sein, aber trotzdem. Finde ich schon phänomenal teilweise. Also, ich glaube, wenn ich den Unfall nicht gemacht hätte, wäre ich bestimmt nicht so weit hinten. Ja, das kann ich so bestätigen. Dann Nummer 5. Dann wärst du eventuell sogar Vierte. Du hast hier nur 11 Sekunden Rückstand zu mir. Ja, keine Ahnung, was das auch für ein Schwachsinn war, wirklich. So, was haben wir jetzt? Jetzt kommt das mit dem HSV-Coupé. Ja, okay. Und jetzt muss er doch sagen, oh Gott, das sind ja 7 Runden. Ja, Moment, das muss er mitten beim Fahren erst sagen. Achso, okay, warten wir noch, ja. So, jetzt HSV, jetzt ist auch wirklich vom HSV-Verein der Wagen, ne? Ah, ich hab schon wieder ausgemacht, Mann! Ja, es ist ein Reflex. Ja, ich war zu langsam. Definitiv. Was bin ich denn so schnell gerade? So, nehmen jetzt alle den blauen oder den gelben? Also ich hab den gelben. Tomete muss den gelben nehmen! Also, ich hab mich natürlich für den HSV-Verein entschieden. Ah, ich hab mich nicht entschieden. Obwohl, nee. Ich dachte, rot, glaub ich. Wenn jetzt Tomete den gelben nicht hat, ne, ist halt direkt disqualifiziert. Ja, dann starten wir neu. Nee, okay, alles gut. Nicht dieses Auto, ich will nicht. Ja, ist ja bestimmt nur eine Runde oder so. Oh Gott, das sind ja 7 Runden. Das weiß aber Tomatenstimme, nicht ich. Ja, eigentlich hätte das jetzt direkt. Oh, da ist so ein Kanix abgebogen. Aber das HSV sieht schon geil aus. Du kannst nichts gegen sagen. Ah, viel zu früh an die Wand dran. Oh, nein! Wo fahre ich? Halter! Da ist was Kanix-mäßiges an mir vorbeigefahren. Jo. Weil ich habe auch irgendwie gerade den Scheiß. Und guck dir das an, Piet. Der HSV führt sogar im Auto. Wer hat den roten genommen? Ja, so viele blaue ist doch okay, oder? Kirsche fährt doch immer rot. Kirsche fährt doch immer rot. Ja, Kirschrot halt. Wir müssten eigentlich für Kirsche im Rotbereich auch noch was machen. Ja, und da muss eine Kirsche drauf sein. Oh, nicht im Auto. Da lässt sich was einrichten. Sag mal, fährst du so scheiße, Alter? Stell dir vor, so auf der Motorhaube eine dicke, fette Kirsche. Wie war das? Hast du falschen Reifen drauf oder fährst du so scheiße? So war der Spruch, glaube ich. Oh, Alter, was nimmt der hier für eine Kurvenlage? Hallo? Stevie, im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall kannst du es bei mir an der Seite lesen. Beim Netzcode habe ich den Baum bestimmt bei ihm genommen. Ja, beim Netzcode habe ich den Baum bei der Tankstelle bestimmt eben mitgenommen. Bei mir bist du nicht hängen geblieben. Alter, was mache ich denn hier gerade für eine Scheiße auf einmal? Ich war da pixelgenau vorbeigefahren. Ich nehme die eine Abkürzung nicht. Ich fahre gegen die eine Wand, dass ich mich erstmal mit einem Brummkreisel drehe. Mann! Ey, heute ist wieder ein richtiger Wunder. Oh Gott. Tomate, wir werden uns nie wiedersehen. Wolltest du zwei Tonnen mit der Handbremse runterbremsen, ja? Ich hab nicht genug runtergebremst, das war mein Problem. Oh, das ist scheiße. Alter, was hat der für eine Kurvenlage? Eine schlechte. Du kannst ja bremsen und fährst trotzdem gegen. Ja, das habe ich ja nach der langen Gerade auch festgestellt, dass das so ist. Aber das ist echt ein interessantes Phänomen, dass wir ausgerechnet den beschissensten Autos hier ausgerechnet für die erstellen wir Kosten. Ja, genau deswegen, ja. Da läuft irgendwas. Ja, doch, ich werde sehr erträglich. Das ist ja der eigentliche Grund, warum die überhaupt existieren bei der Gruppe. Aber jetzt mal real, wenn man doch sowieso weiß, wie das war, das könnte man eigentlich ja sich mal in jedes Auto mal dran setzen sehen. Oder was meint ihr? Oh Gott. Ja. Was hast du gefragt? Jedes Auto meinst du? Ja, also aber vielleicht auch nur eine Sache, aber auch so nach und nach nicht jetzt sofort. Weil dann will ich, dass der Carrera GT Blumen drauf hat.
Was drauf hat's? Pink und mit Blumen drauf. Warum? Keine Ahnung, weil ist so. Boah, dieser Porsche war so nervig. Der hat hinten diese Motordinger oder was das auf der Rückseite sein soll. Und das passte alles irgendwie nicht, was die da hingemalt hatten. Okay. Und weil es halt in Originalfarbe war, es halt eben graues Motording auf silbernem Auto, hast du halt nicht gesehen. Ne? Aber nach den Einfärben hast du halt gesehen, dass das vor und hinten nicht passte. Bei den Imk hatte ich ja fast den vom PS übernehmen und statt totale Scheiße kann es ja total geil sein oder so. Alter, diese... Das Spannendste ist halt, bei jemandem hinterher zu fahren im Coupé. Das ist die Aufhängung. Ja, Stevie, ich sehe dich. Die Arbeit ist. Also, das ist schon phänomenal bei dem Auto. Also. Ach, Stevie, jetzt bist du ja wieder an mir dran. Jetzt kannst du ja lesen. Oh, da ja, also, hab ich jetzt... Kanix freut sich gerade, dass du für die fährst. Ja. Ne? Oh, das ist auch den Busch mitgenommen. Eigentlich müsste für jedes Auto müsstest du eine Kanix-Lackierung einfach haben, damit Kanix sich nicht beschwert. Ja, gut, bei Dice 2 ist es jetzt zwar auch so, aber irgendwie jedes Auto über Gelb fandest du natürlich auch irgendwie. Irgendwie mag dieses Auto mich nicht. Ne, da habe ich immer die größten Chancen gegen das. Also eigentlich sollte ich dieses Auto gar nicht so schlecht finden. Da habe ich die Chance gegen Kirsche. Ja, bei mir ist... meine Lackierung ist Programm bei dem Auto. Oh je. Die erste Kurve kommt Kirsche echt besser durch. Ah! Please! Mach nicht so einen Scheiß! Der wollte wegrutschen in der Abkürzung. Er wollte. Ich hab das mal gemacht. Bei mir ist der Ausgang auch nicht so toll gewesen. Bist du gleich wieder da. Ja, wisst ihr, was vorbei, so richtig schlimm ist? Er hat's ja, aber ich hab ihn noch gut abgefahren. Wisst ihr, was jetzt so richtig schlimm ist? Wir gewöhnen uns doch jetzt 7 Runden lang an diesen Coupé. Wisst ihr, was wir danach fahren? Nach LM, glaube ich. Den LM. Ja, das muss ja dann Entspannung pur sein. Naja, ist halt ein bisschen schneller. Und fährt sich besser. Und danach fahren wir zweimal hintereinander die Kuppe. Ja, die muss dann die Kuppe schon, ja. Aber der geht eigentlich. War das eigentlich das Auto damals, welches Auto war das auf dieser Sicht? Oh, und nur Stricharzt ist. Das war der Mustang. Mit dem, wo einfach der Rest des Hatz nicht da war. Ja, das war der Mustang. Das du, glaube ich? Das du denn? Ich dachte, du hast den Fix und hab nicht den Fix gefunden. Nee, den hab ich gefunden. Den hab ich gefunden. Ich meinte auch, dass ich damals auch versucht habe zu suchen. Oh, schieb doch nicht so. Ja, diesen habe ich so auch nicht getroffen. Der schiebt aber auch bei der Kurve, also auf einer Höchstgeschwindigkeit heraus runterbremsen mit diesem Auto, ne? Ja, es ist ein Abenteuer für sich. Ja, dann lass doch am besten auf der Gerade schon ausrollen. Nein. Fast hätte ich wieder die scheiß Abkürzung hier verpasst. Der Song ist auch cool. Der gerade spielt. Ist das, müssen wir coole Songs spielen, schon bin ich vor Kirsche. Pass auf. Der nutzt das Radio zu seinen Gunsten. Ja. Er entscheidet ja auch, was da läuft. Und sie schafft es bis heute nicht, dass er da eigentlich mein Album mal austauschen wollte mit den Remaster-Versionen. Das kriegt er bis heute auch nicht geschissen. Ach, das erklärt natürlich auch, warum das Lied, das ich da abgelehnt wurde. Da nochmal... auch bei mir mal gucken, was man noch alles reinnehmen kann. Ich meine, Dennis will schon seit Ewigkeiten ein Album mal austauschen. Komm, geh da weg von der... Und Dennis weiß... Und Dennis weiß genau, welches... Jetzt wirst du wieder rankommen, das war ganz dusselig. Ich hab die Liste gesehen, aber noch bis weiß ganz genau, welches Album ich meine. Und ich mach das einfach nicht.
Wobei ich natürlich auch nicht weiß, wie das ankommen würde, wenn das Lied, das ich da vorgeschlagen habe, wenn das wirklich dann mal in dem Part da laufen würde. Ah, keine Ahnung. Aber ihr wisst, welches ich meine, oder? Ja, ich weiß es. Ich nicht. Der eine, dieser eine Map ist schon... Ja gut, Pete wird es freuen. Und dann ist die Universal-Edition-Herzleitende Auszahl, da drauf kommt. Ja, schlecht hört sich die bisher ja auch nicht an. Du hast ja, du hast ja noch nicht mal einen Unterschied gehört. Du hast aber selber gesagt, dass du das austauschst. Ja, ist. Aber es ist jetzt ja auch nicht die Welt untergegangen, dass es noch nicht passiert war. Weil noch du, nicht. Weil du hörst ja noch nicht mal einen Unterschied, Steve. Ja, weil ich auch scheinbar nicht das Gehör habe wie du. Der kommt da ran. So langsam. What the fuck, was soll... Mein Wagen hat sich so aufgehebelt, dass er einfach mal gegen den Stein gefahren ist. Gott sei Dank hast du den Fehler auch gemacht. Das ist kein Klammer jetzt. Nicht zu überhören, kein Klammer-Musik. Alter. Aber bitte aufhören, diese Karre zu fahren. Mir gefällt dieser Druck hier hinten nicht. Lass doch mal ein bisschen ab dahinter mir. Dies ist die letzte Runde. Da bist du im falschen Spiel. Im falschen Spiel? Oh Gott, das ist noch nicht da gekommen. Ja, ich hab gedreht, obwohl das eigentlich recht selten passiert. Oh. Ja, habe ich jetzt aber auch gemacht. Okay, warum machst du das Auto? Ach, sehr schön, du hast dich ja... Du wartest, das ist ja echt nett von dir. Jedes Mal, wenn du einen Fehler machst. Ey, das gibt's doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich flieg voll ab, dreh mich im Kreis, denke, okay, das war's. Nö, der dreht sich gleich hinterher. Ich meine, vor mir. Ja, das ist Tradition bei mir. Ich will dir halt die Chance noch geben, weißt du? Er spielt nur mit mir. Jedes Mal, wenn ich eine Chance habe, dann mach ich auch Scheiße. Die Chance hast du immer noch. Du bist immer noch vor mir. Er fliegt nochmal ab. Nee, das krieg ich nicht aufgehalten. Guck mal, wie du rankommst. Ach Mensch, das ist doch echt traurig. Warum machst du da noch so Scheiße? Aber diese Eierkürzung, die ich nicht kann, die ist der Grund, warum Stevie immer so nah rankommt. Na, jetzt kommt nichts mehr, wo man noch aufholen könnte. War es schon wieder Fehler drin gehabt, oder was? Naja, ja, ist nicht irgendwie wirklich ein schlimmer Fehler, aber... Aber schlecht. Zumindest Rücken. Abstand, ne? Das ist die letzte Runde. Diese Aussage, so, wenn man den HSV-Coupé verehrt und er sagt, das ist die letzte Runde! Das war herzlich schön. Schade, dass man keine Custom Sounds für. Ja, Kösch am besten vor der Linie. Für die Rundenzeit und so weiter den verschiedenen Autos haben könnte. Du Bäume, ihr seid fällig. Du magst Eddie, oder? Wow. Eddie ist so ein Arsch, dass er schon wieder cool ist. Den hab ich dann hier komplett stumpf. Vor allem stell dir mal vor, wenn wir eine Kollisionsabfrage wärst, voll hinten bei mir rein, wir zusammen in den Baum. Das wäre ja lustig mit Kollision jetzt gewesen, doch. Ja, nur mein Held hätte nochmal geschippert. Oh, Pete hat eine gute Tarnfarbe, die kann man auf der weißen Strecke kaum sehen. Wo ist denn Pete? Ich sehe ihn nicht. Ja, jetzt steht er im Wald, jetzt kann man ihn sehen. Er steht neben der Strecke. Aber auf der Karte kannst du ihn quasi nicht sehen, weil die Strecke ist ja auch weiß gemalt auf der Karte. Ach, das Auto ist aber auch ein Elend. Oh, ich hab die Abkürzung hinbekommen, ein Wunder. Aber dieser Fahrer in diesem Spiel, ne, der hat wirklich einen sehr ruhigen Fuß, ne? Der schafft es, die Autos sogar mit dem sechsten Gang anzufahren. Das müsst ihr mal ausprobieren, der kriegt das hin. Ja, wahrscheinlich Automatik, oder? Naja, der sitzt da ja auch sehr still immer, also... Nö, ich hab gesehen... Der macht das ganz entspannt. Ich hab beim Angucken von dem Porsche, wie er bei der Fahrt aussieht, gemerkt, wenn du gegen eine Wand fährst und dann außenbord dich selber anguckst, der Fahrer wackelt richtig und der verreißt sogar das Lenkrad, obwohl ich beim Lenkrad einfach geradeaus halte, verreißt der das Lenkrad. Aber was ich ja auch genial finde, auch wenn man das Automatikgetriebe hat und halt die Rückansicht macht, man sieht, wie der Fahrer schaltet. Ja, das stimmt, der lässt dann kurz los, ja.
Wie war das wieder mit den Rundzeiten? Moment, ich muss mich nochmal... Ja, 2,5 Zehntel bin ich. Ach, immer diese 2 bis 3 Zehntel sind es halt immer noch gegen dich, ne? Aber wenigstens keine 1 Sekunde oder gar 4. Ja, und schon wieder verloren. Dieser üble Dämon mit seinen Radio-Cheats. So, Rennen 6. Time City Island. Ach Gott, mit dem McLaren. Und mit welchem ja, Auto war das mit dem McLaren? Ja, okay. Der kommt das Schlimme ist, ich verliere zwar insgesamt weniger Rennen als Stevie, aber ich glaube, dadurch, dass ich die Tropenstrecken so sehr verhau. Der LM, oder? Ja. So, dann fahre ich jetzt auch mal in einer anderen Farbe. Mal gucken, was Kirschi alles an Farben so anbietet. Bunt, ein bunter Blumenstrauß. Alles gezockt von anderen. Am besten nix so ein Regenbogenwagen. Ich nehme mal den da. Der ist gut. Hupe geht noch. Ja, schon lange die Hupe. So, 10 Meter haben wir schon mal. Und es fährt in der Wand und es kommt ein Kirche vorbei. Also alles wie immer. Das heißt wie immer, heute hast du eben ein bisschen mehr gewonnen als Kirche bisher. Na, mit Luck. Naja, mit Fehlern, ne? Wenn einer Fehler macht, gewinnt der andere. Das heißt nicht unbedingt Glück, sondern ja, ich hätte Fehler ja auch bleiben lassen können. Ach, was mach ich denn da jetzt? Im Idealfall Fehler. Nein! Ja. Ah. Kann man als Fehler. Oh, Gott sei Dank. Oh Gott, irgendwie fühle ich mich nicht ready für die Strecke. Ich fühle mich nie ready für eine Tropenstrecke, aber. Dachte ja, Digga, dass mich gerade überholt hat, ne? Ja, das holst du aber doch mal auf, du hast doch gerade Fehler gemacht. Ja, die Karre hat so welche gezogen hier auf einmal. Ich glaube, ich war in den Tropen auch noch nie besser als Deepstar. Ach, den habe ich schon seit ewig nicht mehr gesehen. Ich fahre die auch kaputt. Ich auch nicht, aber wenn ich ihn mal sehe, weiß eigentlich einer, was mit dem ist? Nee, also eigentlich hat er nichts gesagt. Der ist halt einfach weg. Der Lord ja auch. Der Lord hat ja Probleme mit Internet und Computer. Aber es ist halt auch irgendwie schade, dass dadurch dann halt auch das Stevie keiner von meinen Hauptkonkurrenten mehr da ist. Gott, zu viel. Scheiße. Ist ja was los, ey. Ey, ich weiß auch nicht. Open meint es halt gut mit mir. Ach, ich wollte zu viel abbrechen, hätte ich einmal ganz rumgedreht. Wie kommt es, dass ich so nah dran bin bei dir und. Und dann auch noch bei der Tropenstrecke. Es ist eigentlich reines Glück. Rennen 8! Ja, das war's. Geht immer nur ganz kurz bei mir. Ja, wenn wir jetzt eine Runde fahren würden, dann hätte ich doch eine Chance auf den dritten. Warum hast du das Picknick nicht nach dem Rennen? Stellt er sich da einfach hin und macht Pause mit seinem McLaren. Ja, das macht man so, ne? Einfach mal stehen bleiben, ein bisschen angeben mit der Karre. Kleines Picknick. Das hätte ich ja nur auf nach dem Rennen verlegt, ne? Also. Ja, was kommt für die Zuschauer schon viel cooler, wenn du es während des Rennens machst. Und wenn du dann doch trotzdem gewinnst, dann. Ja, gut, dann ist es noch cooler, ja. Ja, dann. Dann sagen die Leute, der LM ist okay. Aber wir fahren ja auch LM, also. Ja, aber im Speedster, also gegen einen Speedster, könntest du locker mal eine Pause machen. Gegen einen HSV-PP noch mehr. Bei totaler Scheiße wahrscheinlich auch.
Den Namen hat die Karri jetzt weg, ne? Die ist ja auch total scheiße. Und ich habe extra einen Skin dafür erstellt, der das nochmal betont, also. Ja, und diese komische Grundfarbe, die du gewählt hast, sieht aus, als wäre das ein ausgekotztes Auto. Ja, ist es doch auch, also. Aber hätte ich braun genommen als Grundfarbe, dann hätte man die Kackehäuschen da nicht mehr so gesehen. Das ist ja, aber so, ja, macht es das, so macht es das Auto aber noch trauriger für das Auto. Jetzt sieht es wie ausgekotzt hingeschossen aus. ist beides wahr, also. Es ist ein ausgekotztes hingeschissenes Auto. Besser kann man dieses Fahrzeug, das man irgendwie Auto nennen soll, angeblich nicht beschreiben. Diese Selbstmordabkürzung, ich werde sie nie mögen. Nee, die wird jetzt auch gleich wieder dafür sorgen, dass Pete und Steve nicht überholen. Das ist eigentlich ein guter Name für die Abkürzung, Suizidabkürzung. Naja. Suizidabkürzung. Wie hast du die Coastal-Abkürzung benannt gehabt? Ja, die war Folter. Folter, naja, verstehe. Aber die Abkürzung hier, das ist gleich der einen Suizid, also. Ja, auf jeden Fall ist die Stimme schlimmer als die in Chaos, das stimmt. Du hattest ihn weg, ja. Aber wieso kommt der bei der Kurve nicht rum? Dieser Ausfahrt dann. Ist halt nicht der CLK. Ne, ich merke das. Das ist die letzte Runde. Du, bleib hier. Ich bin extra über den Bürgersteig wie immer gefahren, weil diesmal trotzdem abgehoben. Sau. Ja, das hat mir natürlich mehr gekostet. Jetzt. Aber diese Abkürzung ist auch irgendwie scheiße mit ihren scharfen Kurven. Welche? Die, wo Stevie und ich gerade durchgefahren sind. Ach, die! Die in der Nähe vom starren Ziel. Die ich auch regelmäßig verpasse, weil ich es einfach nicht schaffe, das Scheißding reinzulenken. Aber das Ding ist, wenn ich sie nicht nehme, ist es noch schlimmer. Er meint die halt vor Start und Ziel. Wow. Okay, das ist jetzt... Okay, ist richtig krackt jetzt gerade hier die Runde. Oh mein Gott. Das war natürlich richtig Dreck jetzt gefahren. Ach, die mit den Bäumen, wo man innen lang fahren kann, oder welche meint ihr? Was sollte das denn gerade? Das sah komisch aus irgendwie. Und mein Fahrzeug dachte sich so, ey, hier überschlag ich mich mal. Weil cool, ey. Kein gutes Rennen für mich. Damit bist du weg zur Mitte. Ja, vielleicht habe ich tatsächlich Glück und schlag dich wirklich mal in der Tropenstrecke. Wow. Oh mein Gott, die letzte Runde habe ich aber sowas von verschissen. Also das war ja mal richtig mies. Holla, die Hölle, war das schlecht. Oh Mann. Was war das bitte in der Mitte? Ich weiß es nicht. Ich habe den scheiß Baum mitgenommen. Oh! Entschuldige dich sofort bei dem Baum. Der hat sich bei mir zu entschuldigen, wegen dem ist jetzt Stevie vor mir wieder. Ich glaube, der Baum hatte mehr Schmerzen als dein Auto. Das kommt dann auch so niemand an. Wieso kommt dieser jetzt auch? Komm da raus! Okay! Ich hab so einen hübschen kleinen 360 eingelegt, sah ganz gut aus. Hier gibt's keine Style-Punkte wie bei Underground. Ja, ich hab's gesehen, kam kein Pop-Up mit keine Ahnung was. Ja. Hättest du dir aber auch sagen können, ne, also... Er wollte es aber gucken. Ja, ich dachte, bei dem Vorsprung kannst du mal locker ein 360 einbauen, kein Problem. Och, komm schon. Ja, das war ja auch kein Problem, das ist ja das Traum. Es war knapp, aber ja. Wobei, ich habe bei Underground noch nie ein 360 während einem Rennen gemacht, weil irgendwie... Mann, war das... Nicht da rausrutschen! Mann, diese Bänke. Hast du Ghost nicht? Hey, du hast Ghost nicht, die, hast... Du hast schon Ghost drin, oder? Nee, offensichtlich nicht. Anscheinend nicht. Wieso hast du Ghost nicht mehr drin? Oh, weil ich hab da jetzt seitdem nichts verändert, so.
Doch. Weil ohne Ghost ist scheiße. Hinter die Echse plus Ghost, damit du keine Kollision mit Gegenständen hast. Ihr fährt doch nicht zum ersten Mal jetzt mit, deswegen verwundert mich das. Oh, da war er, war stimmt. Oder für Epidons wieder rausgenommen, keine Ahnung. Da hast aber du jetzt selber ein Handicap gesetzt. Ja, also die Bänke gibt's hier nicht. Aber ja, wenn man da erstmal reingerät, die saugen einen richtig von der Strecke runter. Sieger. Ja. Naja. Was, 308 Topspeed nur bei dir, Kirsche? Ja, muss ziemlich scheiße gewesen sein. Wieso ist denn da so wenig Topspeed bei dir? Weiß ich auch nicht. Also gut, hab ich offenbar nie dieses Backup-Stück bekommen. Ja, das 2,39 hatte ich beim Üben. Ja. Okay. Cheat Engine macht dich nützlich. Das Pete, willst du vielleicht kurz zum Server runter und dieses Ghosting sie starten? Kann ich machen, ja. Ja, lohnt sich wahrscheinlich. Kommen wir noch, weiß nicht, mindestens eins offenbar. Wäre sinnvoll, ja. Zwei kommen noch, oder? Ich glaube, da habe ich mir eine Batch-Datei gemacht. Ja, habe ich auch. Jetzt war es der Mustang, ja, ne? Der Mustang mit einer Farbe! Ach genau, die beiden Mustangs kommen. Ja, scheiße, eine Farbe, Drecksding, ja. Da müssen wir auch noch ein paar Custom-Skins für machen. Scheiße. Ja, ich guck mir erstmal an. Vielleicht habe ich ja Glück und da stimmt die Geometrie, dann ist es eigentlich relativ einfach. Beim HSV-Coupé habe ich ja auch hinbekommen, also. Ja, aber komisch, dass da die Tür, die Spekular-Map da irgendwie unterbrochen ist bei deinem. Ja, da ist also da, bei dem Ford ist ziemlich viel broken, ne? Da stimmt, da fehlt irgendwo eine Reflexion bei der Tür auf einmal und da sind irgendwelche komischen Sachen in dem, also da hast du irgendwas kaputt gemacht in der Textur. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht als beim HSV, das wundert mich. Ja, ich hab das keine auch erst Ahnung, aber es ist auf jeden Fall broken. Ich habe das auch erst gesehen, als Demon das gepostet hat. Und in der Ini ist auch alles mögliche broken, da hast du quasi, du wählst quasi Farbe, weiß ich jetzt nicht mehr, ich weiß die Farbe, wählst Farbe gelb aus und das Auto ist dann grün. Passt nicht zusammen. Irgendwo hatte ich da einen Fehler in der Syntax, aber ich meinte, Demon hatte das korrigiert. Oder? So was, Hammer. Mustang. Den Mustang. Du hattest doch den Syntaxfehler da korrigiert gehabt, oder nicht? Naja, so ist es offensichtlich kein Syntaxfehler drin, sonst wird's ja nicht starten, ne, aber. Also da passt halt irgendwas von der Zuordnung, welche Textur, mit welcher Punktfarbe angezeigt, das passt nicht zusammen. Oh, habt ihr beim schon, HSV jetzt oder beim TS? Ich meinte beim TS. Also beim TS sind mir spontan reingucken. Ziemlich viele Sachen aufgefallen, die nicht passten. Da muss ich nochmal gucken. Oh, scheiße. Parkplatz verpasst. Aber wir haben wieder das Doom-Outro, wie letztes Mal. Warum geht der bis 8000 Drehungen der Ding und schafft ihn besiegen? Ja, ist ja eigentlich üblich, dass die da noch zum Angeben ein bisschen Reserve einbauen. Bei den HP2 Autos irgendwie nicht. 4 Speedster. Nase fehlt am Ende und geht immer noch was. Hier ist auch keine Einfärbung, rot oder irgendwie sowas. Bin ich das Auto nochmal gefahren auf der Strecke? Ich hab keine Ahnung. Ja, also Gang ist das so. Oh, die Kurve war ja epic, genau. Nö, die passte ganz gut. Na, die kann ich. Jo, warum schleiche ich hier so? Hab ich den falschen Gang drin oder was ist da los? Oder die falschen Reifen. Das wird's sein. Oder vielleicht fährst du so scheiße. Ja, das brutal, Scheiße. Wurdest du vielleicht von irgendwessen Oma rückwärts überholt? Kann auch sein. Man kennt diese Sprüche so aus, wenn ich ganz am Leben. Aber dieses Lied haben wir auch recht oft, oder? Ja, es sind ja mehrere Songs von der Band drauf. Vielleicht hat es euch den auch nur ähnlich angehört. Das ist jetzt doch Deutschland im Herbst, oder nicht? Ja, ja. Ich meine, das haben wir öfter. Ach, weil ich zum
zum Radio schaue. Danke! Ja, das ist immer gefährlich. Tschüss, sowas. Zum Hitte! Warum ist denn jetzt wieder ein Schlüssel da vorne? Ja. Jetzt will das aber wissen, da vorne hier, oder was ist da los? Oh nein! Er hat ja untersteuert übrigens, Pete. Ich hab's gemerkt. Wirklich? Also nicht so wie der HSV, aber... Es ist halt ein Muscle Car, was erwartest du? Der dürfte auch wieder ein bisschen Gewicht mitbringen. Ja, das ist glaube ich auch 1,7 Tonnen, ja. Wie krieg ich denn diesen Typ nicht, ja? Der lässt sich einfach nicht überholen, der Typ. Aha! Doch nicht. Aber jetzt ist er irgendwie ganz langsam hier unterwegs. Ja, jetzt bin ich im vierten. Ich auch. Ich auch. Aber du bist irgendwie ein bisschen langsamer im vierten, außer deinem Ort. Hä? War das nur raus oder ist Kirsche gerade ins Grün gefahren? Nicht was gefahren? Du warst bei mir ganz viel zu dicht an der Wand gewesen, aber wahrscheinlich bei mir nicht. Viel zu dicht nicht, aber schon dicht, wenn du die linke Wand meinst, zum Ausholen halt. Ja, sah sehr aus, als hätte sich schon geküsst und der Winkel überhaupt nicht mehr gepasst. Aber anscheinend hat es gut gepasst. Das hat ganz gut gepasst. Aber wenigstens habe ich Pete jetzt. Ist ja deprimierend, wie wir da fahren heute. Also würdest du nicht diese Fehler einbauen, ne, dann wärst du wieder durchweg Erster, Kirsch. Ja, es sei denn, du würdest weniger Fehler machen, dann vielleicht doch nicht. Nee. Du bist zu stark. Keine Chance gegen den Kirsch-Salat. Ja, wenn wir auf beste Rundenzeit fahren würden, dann vielleicht schon. Nee. Und gar nicht, wenn ich sehe, was du auf Need for Speed, das Need for Zeiten hattest. What the fuck, wie das. Also war ja früher noch krasser, was du da gefahren warst. Na gut, aber das hat eben auch alles überall auf Risiko, ne? 99 mal crasht und einmal passt. Mein Gott, ich glaube ich auch nur 1,53 auf Ein- und Auskurs gehabt. Kommt man da hin? Ja, ein Outfit ist krank. Also, das ist echt krank. Und es geht ja auch viel schneller. Also, nein, nicht viel, aber Sekunden schneller. Es ist schon heftig. Also, mein Bestes, was ich je hatte auf einen Outskirts, war eine 1,54. Aber noch besser. Holy moly. Okay, du fährst mir irgendwie davon. Ich weiß nicht, was ich da verbocke. Hier ist schon wieder ein Rätsel. Irgendeine spezielle Stelle? Ich habe das Gefühl, das Problem scheint die ganze gesamte Alter! Zeit, was ich immer weiter auseinanderzuziehen. Letzte Runde. Da war ich so nah an zum Rätsel dran und mein Fahrzeug dachte, hey, ist eine Wand, dann schau dir sie mal genauer an. Ich dachte, die Wände sind deine Freunde. Mann! War halt wohl zu nah an zum Meter dran, dachte ich, das Fahrzeug hier. Aber hier kannst du alles im gleichen Gang fahren, ne? Nee, ich mach diesen Bergaufteil, aber wenn ich jetzt verschaltet habe, bin ich im vierten jetzt gerade. Und dann ist Ausgangstunnel, dann erst wieder im, im dritten, meinte ich. Und dann erst Ausgangstunnel wieder im vierten. Ach, da machst du Schalten, okay. Und U-Turn fahre ich auch im dritten. Und dann die ganze Bergaufpassage. Ja, das mache ich nicht persönlich, weil ich das da oben nicht mag, dass es dann beim Ausgang, wo es bergab geht, dann wieder schalten muss. Wie hoch fährst du? Wie schnell fährst du die Bergaufpassage? Also jetzt dieser Teil? Jetzt habe ich gerade 169. Bin jetzt sehr gut auch zwischen 60 und 70. Jetzt 77, 80. Das ist relativ ähnlich. 83. Jetzt bei der Kurve natürlich wieder langsamer. Okay, scheint doch ein bisschen schneller. Ja, und das einmal schalten hier am Ausgang, ich weiß nicht, ist jetzt auch nicht so schön. Ja, ne? Ja, aber 180, da kam. Keine Ahnung. Ich glaube, da kam ich nicht hin. Naja, aber du bist halt einfach einen Gang tiefer bei dem ganzen kompletten Bergaufstück. Ja, der Vorteil ist, du musst danach halt einmal weniger schalten. Aber ich glaube nicht, dass ich da 180 drauf hatte. Deswegen, weil du einen Gang zu hoch bist die ganze Zeit. Ja, mit dem tieferen Gang aber auch nicht. Achso. Da habe ich glaube ich auch 170 drauf.
Deswegen habe ich das ja gemacht, weil die Geschwindigkeit gleich war und da habe ich halt den Platz. Die kann eigentlich nicht gleich sein, oder? Doch, die war gleich bei mir. Aber gerade beim Bergaufteil? Ja, irgendwie hat das nicht viel bei mir getan. Aber vielleicht. Ja, du hast es ja mehr Speed drauf gekriegt, also muss da nicht viel da immer schief. Aber wir dürfen nicht so viel darüber reden. Das gibt Jonas alles Tipps, falls er sich die Videos anguckt, bevor er nachfährt. Ne, Jonas, nicht zuhören, ne? Normalerweise guckt er sich die Sicht nicht vorher an, weil es halt fairer ist. Oh, ich hab's gemacht. Ich meine, wenn es online ist bei YouTube, super Sache das. Muss ich bei Nice nicht vorher überlegen, welches Getriebe das richtige ist. Spart also Übungszeit. Wir drüber reden ab jetzt. Erst alles nach der Aufnahme. Oder Fehlinformationen streuen. Also oder ich habe eher das oder, sehr kurze oder, Getriebe oder, angestellt. Oder die Stellen, wo wir das erwähnen, muten. Das ist mir zu viel Aufwand. Faules Stück. Ich mach mir sogar die Arbeit, wenn wir irgendwie... Ach man, jedes Mal... Ich komme keine Runde mit Drehen weg. Schon Aufwand genug, diese Extreme-Shots rauszusuchen. Ja, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ich habe schon mal keinen Bock drauf, hier diesen einen... ich mache mir sogar die Arbeit, wenn... Da muss wenn, zumindest der Rest mit kleinen durchdrücken. Wenn irgendwas sein. Ist, was nicht wichtig ist oder durch Neu-Connecten oder whatever, dass ich das sogar wegschneide. Ja gut, das macht Sinn, wenn es so wirklich lange Pausen sind. Ja, das will ja auch kein Mensch sehen. Ja. Da kann man sich aber natürlich ein bisschen cleverer arbeiten. Man drückt in so einem Falle die Aufnahmestopptaste und nimmt dann später wieder auf. Genauso wie wo ich mir die Arbeit mache, ist, wenn wir bei Need for Speed 4 ein Rennen mit Schaden haben. Ich habe ja in jedem Video oben mein Logo. Und bei den Stellen mit Schaden ist das Logo nicht da. Weil das sonst einfach die Schadensanzeige verdeckt. Oh, okay. Ja, mach das Logo doch woanders hin. Sekunden. Habe ich am Anfang gemacht und dann habe ich es irgendwann so gemacht. Ja. Dieser Kirsche, ey. Keine Runde ohne Drehen. Habe ich geschafft. Ja, stimmt, sieht man. 2 Sekunden fehlt mir. Kirsche. Das ist unfassbar. Na gut, machen wir nächste Rennen. Und wieder der Mustang. Ja, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich den schon mal jemals vorher gefahren bin. Echt ein komisches Ding. Hätten Sie den Befehl nicht auch einfach Start nennen können? Warum Start Race? Warum so lang? Ich habe mir das auf eine Taste gelegt. Ich finde es ja immer noch witzig, seitdem wir diese Reihenfolge haben, dass du das eingehen musst. Vorher war das ja, glaube ich, nicht so. Ja, die Reihenfolge ist nicht das Ding. Was war denn das Ding? Ja, aber seitdem musste er das immer wieder eingeben. Ja, du hast das Timeout irgendwie hochgesetzt, oder? Ja, ich muss das irgendwie rausgeweicht. Ich muss den Countdown-Timer wegnehmen. Bei der Autoauswahl. Weil der wird ja nur nerven. Was machen wir? Das. Andrea. Was du das eben Kirsch? Ich dachte, das wäre Pete gewesen. Nö, der rote bin doch immer ich, oder? Ja. Ja. Wollten die nur beim letzten Rennen einfach ja, alle nachmachen, Kirsche mit Rot. Aber ich glaube eher im vierten gewesen. Deswegen haben wir alle einen roten Wagen. Findest du das nicht nett? Oh. Sehr aufmerksam. Wir würden dir das aber nicht an, dass wir das immer machen, ja? Danke. Nee, klar, das ist das Ausnahme, ja. Ja, nicht, dass du dir noch denkst, das wird hier jetzt zum Marotta oder sowas. Neuer Standard. Nicht. Ihr fahrt hier gerade auf der Demo für mehr Kirschbäume. Okay. Obwohl, die sind ja eher weiß als wer rot. Wer kennt es nicht? Ja,
okay, da kann man tatsächlich mit der Echten nicht hier runterfahren nachher. Okay, weiß ich Bescheid für die zweite Runde. Ich wäre es eigentlich ohne, wäre ich besser als Kursch, aber der hängt mir so am Arsch, das ist hier. Na gut, das war's. Ja, das war jetzt aber erstmal Stevie, der dich überholt hat. Achso, oh, scheiße. Oh, Mann! Wieso muss ich mich mit der Kamera eigentlich immer drehen? Ich kann's dir sagen, du hast rechts die Wand berührt. Du bist da reingescheppert. Das haben wir doch so mit ab. Und ich wundere mich schon, dass ich so gut mit dir mithalten kann. Und dabei ist das Stevie. Das nervt. Heute ist zum Kotzen. Ah, dieser... Ja, passt mir irgendwie nicht. Lies am besten mein kaputtes Pedal wieder an. Fahr ich genauso schlecht. Ich dachte, das heißt so scheiße. Nee, ist ja kein Ford. Ja, doch, ist ein Ford, aber... ja, ist ein Ford, aber... keine HSV-Coupé. Darum fährt er sich auch. Obwohl, ja gut, scheiße. Der Ford ist auch total scheiße. Ja, Song Tomato. Ernsthaft, wieder dieses Lied? So, okay. Das Radio liebt echt diesen Song, what the fuck. Ja, also es ist krass, wie oft wir das drin haben, ne? Oha, was fährst du denn lang? Oh, nicht schon wieder. Oh. Ich glaube, du bist da einen Baum zu weit rechts gefahren oder so. Ja, ja. Dann muss ich noch ein bisschen üben. Da kann die letzte Kurve kann man Vollgas fahren. Ich denke mal, es hat Schaubrücke, wenn das nicht geht. An der Wand. So, ich dachte, jetzt kann ich mal gucken, wo Demon ist. Jetzt kommt Pete wieder an. Ja, was ist hier los? Ich bin irgendwie gerade über alle Berge, wie es aussieht. So viele Berge gibt es ja eigentlich gar nicht. Komm mal, Wagen, jetzt die nächsten drei, nächsten Runden auch noch ein Dreher, dann passt es ja. Das ist typisch. Oder wir fahren noch gegen die Wand. Also dieser Matschteil liegt mir einfach überhaupt nicht hier mit dem Auto. Echt? Ne? Dreimal nicht rumgekommen von drei Versuchen. Das ist doch easy. Ja, ich finde auch scheiße. Schon, aber irgendwie klappt es gerade nicht. Ach, na danke. Danke, Wagen. Da war der Dreher, den ich wollte. Den finde ich wiederum echt easy. Was anderes kann diese Karre nicht. Drehen. Deswegen ist es auch das Shit Vehicle Total oder was? Was the fuck? Shit Vehicle Total? Der ist vom See, deswegen. Ach so. Ja, deswegen kam er da jetzt drauf. Ja, können wir Terror statt Total nehmen. Das ist immer noch besser. So, wo ist denn jetzt der Demon? Ich bin gerade in der Abkürzung. Komm, Demönchen. Put. Wo bist du denn? Weg. Ich fürchte auch. Dauert noch ein bisschen bis zur Abkürzung. Ich bin jetzt in der Matschabkürzung reingefahren. Ja, nee, du musst dich da irgendwo mal drehen, sonst wird das nix. Nee, das ach, du bist schon in der Matschabkürzung? Scheiße. Ja. Ich habe sie jetzt verlassen. Oh, Fahrzeug, hier müssen wir auch wieder einen Dreher machen in dieser Runde, okay? Was ist da überhaupt drunter, Scheiße? Schlecht. Und jetzt sehe ich offiziell wieder keine Vorkarte. Ich habe gerade ganz kurz Demon in der Kurve gesehen. Kannst du mich auch noch mal in der Ziellinie nachher sehen? Ja, toll. Das kriegen wir hin, das ist gar kein Problem. Dass kein Nice ist, wird es sicher geben. Egal, was passiert.
Ja, aber Nice, die sind ja auch in der Ziellinie, oder nicht? Ja. Obwohl, ja, doch, im Prinzip schon, ja. Nicht nur im Prinzip. Da doch erst recht, oder nicht? Wobei Jonas irgendwie so gefährlich war letztes Mal, ne? Das ist irgendwie... Ja, weil er jetzt ein Lenkrad hat. Ja, das stößt aber auf, Alter. Meine Dominanz sehe ich in Gefahr. Oh, Hagen, vierte Runde, kein Dreher? Wir sind in der fünften. Jetzt bin ich in der fünften. So. Und er hat die vierte offenbar komplett dreherfrei abgeschlossen. Dreherfrei? Was mich eigentlich wundert. Ja, das musst du jetzt schon wieder nachholen, der fünften dann. Dann machst du dafür zwei Dreher. Ja, genau. Oh, wobei schnell. Das Auto ist schon fast wieder zu schwer, um sich zu drehen eigentlich. Da war der erste Dreher. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ist dir nicht egal, ob Stevie sich dreht im Prinzip? Wenn er im Schnitt auf einen Dreher kommen will pro Runde, meine ich. Ja, das will die Karre wohl, ja. Glaube ich nicht. Oder die Wand will das. Ich glaube, die Karre wird das bevorzugt zu übernehmen. Ja, bin ich mir manchmal nicht so sicher. Die letzte Runde, sagt er. Freu dich doch, wir sind noch lang gefahren. Dies ist die letzte Runde. Jetzt habe ich auch die letzte Runde. Hier, so eine Aufnahme von fast einer Stunde 50 gerade schon. Nicht mal auf der Geraden sehe ich ihn. Das ist aber gar nicht so weit weg. Das hätte eigentlich noch ein bisschen besser sein können. Dann muss dringend dich auch mal in dieser Matschabkürzung drehen. Ja, das wird wohl leider nicht passieren. Oh, sag das nicht. Warum sollte ich mich in der Matschabkürzung drehen? Ja, weil sonst wird es schwierig, noch ranzukommen. Da hab ich mich schon gedreht. Komm schon, was willst du noch? Bisschen zu wenig Speed rausgekommen, ja, aber das war's dann auch schon. Waren 10 km zu wenig. Matschabkürzung ist konsistent bei dem Auto hier mit mir hier. Schaltest du da runter in der Matschabkürzung oder bleibst du im vierten? Ich schalte runter. Ja, ich auch, weil ich bin mir nicht sicher, ob es richtig ist. Baum. Das ist die einzige Stelle, wo ich runterschalte. So, auf einmal ist es völlig egal, wo Demon jetzt ist die Frage, wo Pete ist. Da kommt. Der kommt. Ja, ich sehe es. Aber ich glaube, so. Es geht sich noch aus. So, Vollabkürzung habe ich auch überlebt. Ich glaube, das wird nichts, Kirsche. Nö, ich habe gecrashed, mit dir jetzt die Sache erledigt. Jetzt geht's darum, vor B zu bleiben. Und hier sind noch Bäume, die man mitnehmen kann, man leider nicht mitnehmen, ärgerlich. Wie, du bist schon fertig? Ich bin fertig jetzt. Wie? Yeah. Ich warte mal auf euch jetzt ein bisschen. So was. Guck mal nach, was Kirsche für Rundenzeit gefahren ist. 36. Oh, die ist aber besser. Also du kannst es doch, du hast nur zu viele Fehler gemacht. Ja, mehrere fatale Crashes. Weil deine Rundzeit ist... Brücke lang. Ja, weil deine Rundzeit ist nämlich besser als meine. Also am Skill lag's nicht, eher an die Fehler, die du eingebaut hast. Was auch eine Skillfrage ist. Ja, gut. Ja, gerade halt in den ersten drei Runden nicht einmal um dieses Matschteil rumgekommen. Und jetzt am Ende noch so ein richtig schöner Crash. Ach, und dann ist da ja bestimmt noch ein Jonas, der da irgendwo vorne rumhüpft. Ja. Der hat sich eingetragen, der wird fahren. Der ist zum Nachfahrerplan eingetragen. Ich habe mal überlegt, aber wie vieles er schon nachfahren muss. Naja, drei Stück. Also drei Stück steht im Plan zumindest von dem Rennen. Glückwunsch, du bist Zweiter. Oh Gott, Zweiter. Ich muss ja auch noch Sticks und Nice nachfahren. Ja, bitte trag dein Need for Speed 4 auch im Nachfahrerplan ein, dass ich das weiß, nicht, dass ich was auswerte. Oh, ist alles nachgefahren und dann, naja. Ja, ich muss ja noch Nice nachfahren, nicht, dass ich alles Mögliche eintrage. Nee, mach alles rein, damit ich das sehen kann.